recht spät, da wir heute auch der Horst sind. Also meine Wenigkeit darf auch den Horst spielen. Und deswegen hat das gerade ein bisschen länger gedauert. Ich musste mich da gerade noch ein bisschen absprechen, bei einigen Sachen. Weil ich nicht genau wusste, mit welchen genauen Einstellungen hier gespielt wird. Deshalb ein bisschen verspätet das Ganze. Ich muss jetzt aber schnell, bevor wir mit Q1 anfangen, das relativ langweilig wird, da wir nur 15 Fahrer sind, muss ich jetzt einfach mal kurz für ein paar Sekündchen, ein paar Minütchen hier einmal gleich den Link weiterschicken, damit die Jungs und Mädels hier, die mir zugucken wollen oder aus der Liga auch, das Ganze verfolgen können. So, jetzt gibt es schon das erste Problem. Es lädt sich bei mir nicht. Das ist gerade doof. Jetzt hat es geladen, okay. Sehr gut. Und ja, ich hoffe, dass jetzt keiner einfach rausfliegt und sonstigen Schmarrn hier passiert. Denn wie gesagt, das Risiko ist auf jeden Fall da, dass ich durchs Streamen und Hosten des Servers hier ja, Bugs reinbringe. Und deshalb hoffe ich das natürlich nicht. Aber, wie gesagt, es könnte passieren. Ich will es echt nicht hoffen, wie gesagt. Würde mich freuen, wenn es hier einfach mal bugfrei ablaufen würde. Bugfrei. Bugfrei. So, jetzt teile ich das Ganze mal hier eben. Einfach mal das kurz, zack. Dann mache ich das nämlich so. Kann. Das Ganze einfach mal kopieren. Und hier reinsetzen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie ich mir das vorstelle. Scheint ganz gut. Oh, da sehen wir schon, der Bullet Dude ist rausgefahren. Da gehen wir natürlich mal rauf. Wir wollen ja natürlich nicht die ganze Zeit die Boxengasse hier sehen. Und ich habe keinen Motorsound. Ah, das blüppt auf jeden Fall. Kein Motorsound zu haben, ist auf jeden Fall mal sehr spannend. Das weiß ich nicht, ob bei mir irgendwas in Einstellung vielleicht sogar jetzt blind, da. Also ist alles full hier. Und irgendwie. Haben wir keinen Motorsound. Ah, ist natürlich bescheiden, der hatte ich vorhin schon im Training, nicht? Wo ich beim Training bei den Jungs hier zugeguckt habe. Wie? Ah, jetzt. Also, ich habe auf jeden Fall keinen Ton. Es ist schon mal sehr belastend. Wir gehen jetzt hier mit Bullet Dude auf die schnelle Runde ohne Motorsound. Also irgendwie. Also, ich hatte das Spiel vorhin sogar noch neu gestartet. In der Hoffnung, dass es behoben wäre dann. Ja. Ist doof. Ist aber auch mal was Interessantes jetzt so ohne Motorsound da wirklich, ja, sowas zu kommentieren. Nicht ganz ohne. Also ich muss schon sagen, ist ein bisschen belastend eigentlich sogar. Für mich persönlich. Also für die Fahrer wäre es ja noch schlimmer. Kein Motorsound zu haben. Deshalb ist eklig auf jeden Fall. Fühlt sich irgendwie komisch an. Ein Formel 1 Spielrennen ohne Sound. Ist auf jeden Fall nicht so. Ja, also man kommt nicht wirklich rein in das Ganze so. Hallo Sick. Moin moin. Grüße gehen raus. Wieder am Start. Da muss ich. Ja, ich könnte ja hier diesen machen. So, Bulle kommt auf jeden Fall gleich jetzt über die Linie hier und setzt die erste Zeit. Und
Ist eine gemütliche 1.18.1. Wie gesagt, sie ist auch ungültig, sehe ich gerade. Und wie gesagt, hier fliegt keiner raus. Musste mal schauen, ist der Pave sogar ein Tickchen weiter? Ja, ist er sogar. Deswegen bleiben wir mal auf dem Pave drauf. Aber wie gesagt, ich könnte natürlich eigene Sounds hier mit einbringen. Ja, aber. Und Intoxic, Servus Silver, alles fit? Ja, bei mir ist alles fit. Moin Moin, Grüße gehen raus. Danke fürs Einschalten. Oh, und Eskalations-TV, erstmal Grüße gehen raus natürlich. Und Moin Moin, Pave 1.11.5 hier schon mal. Also der legt schon mal eine Marke hin hier. Das ist schon mal. Und Fonds mit 1.11.6 knapp dahinter. Und Eskalation schreibt, das hat er mal am 18er während eines Ligarenns gehabt. Also mitten im Rennen oder schon am Start? Also wenn es schon am Start ist, dann kann man sich ja eventuell über das Rennen irgendwie anders orientieren, mehr so visuell, sag ich mal. Und was auch das Bremsen, ja gut, aber das ist echt ohne Motorsound, ey, das ist, fühlt sich bestimmt richtig eklig an, ey. Und Sig schreibt, wie jede Woche mit meiner Stimme überzeugen. Dankeschön, Sig. Vielen Dank. irgendwas wollte ich jetzt gerade gucken. Achso, ja, nebenbei spielt mein Verein übrigens noch. Für alle, die den HSV hassen, ja. Ich bin HSV-Fan. Stolz drauf. Und es steht 1-0. Bin begeistert. Wir hätten das Tor gemacht. Während wir hier. Lukas Hinterseer. Während wir den Fonds weiter begleiten, was eigentlich total sinnlos ist, denn wir wollen uns doch um die Fahrer kümmern. So, heute Timmy WB hier im Toro Rosso. Ein neuer Fahrer. Heute hier in Deutschland mit seinem Debüt. Bullet Dude ist ein Ersatzfahrer. Genau. Bullet Dude sei schon Pizza Wolf. Das ist ein Ersatzfahrer, der heute auch am Start ist im Red Bull. Und ansonsten haben wir heute keine neuen Fahrer zu verzeichnen. Aber wir haben Zeiten, die wir noch nicht durchgegeben haben. Wir warten aber kurz, bis Timmy hier über die Linie gefahren ist. 1.13.2. So, wir haben noch Zeiten von Schwarz-Gelb mit 1.12.2. Bullet Dude mit einer 1.12.8. Da hat er auf jeden Fall seine verkackte Runde, würde ich mal sagen, nochmal neu hingeschmettert. So, Timmy mit 1.13.2 auf 5. Pizza Wolf mit 1.13.3 auf 6. So, Black Panther ist jetzt auch noch auf der schnellen Runde. Der ist in Sektor 1 und der Totti, der ist schon fast über der Linie. Da bleiben wir natürlich mal kurz drauf und schauen, was uns der gute Totti hier so anbietet. Und das wird 1.12.6.11. Ist damit erstmal auf dem vierten. Wie gesagt, hier fliegt keiner raus. Eigentlich könnten sie alle ziemlich gemütlich fahren. Und Kunibert ist auch am Start. Moin Moin, Grüße gehen raus. Schreibt Hallo. Nee, das war eigentlich auf das Sig ist auch da bezogen. Ach so. Ah, scheiße. Und Freshtax ist auch Gastfahrerin, oder? Freshtax ist, glaube ich, auch sogar Ersatzfahrerin, ja, das stimmt. Habe ich jetzt natürlich vergessen. Entschuldigung, danke für den Hinweis. Und Kater Maxi, nein. Was, nein? Schreibt nicht einfach nur nein. Erstmal moin, moin, Grüße gehen raus. Aber warum einfach nur nein? So, Black Panther hat, glaube ich, die Runde abgebrochen, wie es ausschaut. Und Verstappen ist auch auf seiner Outlap. Die Stammfahrerin stimmt. Ja, ich blick da gerade selber nicht. Es ist vieles geändert worden auch auf jeden Fall. Also Timmy ist, glaube ich, sogar auch Stammfahrer jetzt geworden auf einem Schlag. Wenn ich mich nicht täusche. Deswegen, also was ihr hört hier, ist nur ein Energy-Drink, ne? Nicht, dass ihr denkt hier Alkohol während der Arbeit und so. Das gibt's immer erst danach. So, Verstappen ist der eigentlich weiter. Der ist schon im zweiten Sektor. Na klar, dann gucken wir natürlich da drauf, weil Black Panther vorher seine Runde abgebrochen hat und neun Versuch startet. So, Intoxic, die fährt doch bei uns in der dritten. Ja, das stimmt. Intoxic, das stimmt. Aber die fährt auch hier mit. Also, ich fahre auch in mehreren Ligen und einige andere Fahrer hier auch. Die sind auch nicht nur hier unterwegs. Da gibt es aber viele, die in zwei, drei Ligen fahren. Ein, zwei, ja. Jeder fährt doch in einer Liga, wenn er dabei. Oder fast jeder. Der war ja Verstappen hier. Wir schauen mal kurz, Reifen sollte eigentlich. Oh, der Black Panther fährt mit harten. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Und Marvin ist auch mit hart rausgefahren. Ja, natürlich. Jeder kommt hier weiter. Und ui, Verstappen da mit dem großen Fehler am Ausgang der letzten Kurve. Uiuiui. Ui, ui. Und irgendwie fährt er jetzt gerade nicht weiter. Da muss er wohl warten. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt gerade über die Linie
fahren ist. Ich konnte das jetzt nicht sehen. Was hat denn Verstappen? Na, hat er einen Flügelschaden? Ja, hat er. So, dahinter kommt Freshtax. Da dürfte auch gleich der Black Panther kommen. Da kommt er schon. Mit den harten. 1,29,4. Das war schon wieder ungültig. Also ich weiß nicht, was der Junge macht. So, schauen wir natürlich mal, wo die Jungs hier so sind. Der Neon ist da, glaube ich, schon am weitesten. Deshalb bleiben wir mal drauf. Pace, sein Teamkollege, hat sich erstmal schon auf P1 gesetzt. Und wäre schön, wenn die Zuschauer, die hier gerade schön eingeschaltet haben, ein bisschen auch mit mir kommunizieren würden über den Chat. Denn manchmal, wie gesagt, weiß ich selber ja gerade nicht so, über was ich reden soll. Wie gesagt, bei 15 Fahrern in UK1 ist es doch recht langweilig. Und Neon hat jetzt ja eine 1-12-1 rausgehauen, ist damit erstmal Dritter. Und dann kommt der Domi gleich noch im Haas, der Teamkollege von Nico. Und dann dürften auch die anderen hier schon bald mal kommen. Oh, da kommt Domi sehr weit raus. Das ist ein 1.13.8, ist erstmal Neunter damit. So, da kommt der Birdie, glaube ich, schon. Ja. 1.16.7, die ist ungültig. Ist das Hashtag? Nein, das ist nochmal der Bullet. Hat sich nicht verbessert. So, Black Panther kommt jetzt. Ist sie gültig? 1.13.3, ja, sie ist gültig. Marvin müsste jetzt auch irgendwann kommen. Sogar mit den Harten, genauso wie Marvin, der mit den Harten. Und Nico hat auch die Harten drauf. Also die drei haben hier die harte Mischung gewählt. Mit der harten Mischung hier ins Wochenende gegangen. Und Marvin, seine Runde ist ungültig. 1.17.5 wäre es gewesen. Und Birdie versucht das nochmal. Krombacher am Start, André Schumacher am Start, Mustang Beste ist am Start. Moin, moin, Grüße gehen raus, Jungs. Und Krombacher schreibt, Kaviar ist die Gang. Ja, das ist eine andere Liga. André Schumacher schreibt, ich höre dir gerne zu. Oh, Dankeschön. Jetzt bin ich. Oh. Und Mustang Beste schreibt, es fliegt doch in Q1 keiner raus, oder? Nein, fliegt nicht. Deswegen solltet ihr euch ja mit mir unterhalten. Damit ich ein bisschen auch kommunizieren kann mit euch, was vielleicht die Zeit hier auch gut überbrückt. 1.13.8 hier von Birdie. Die war gültig. Das heißt, wir sind somit erstmal Zehnter. Bah. So, Marvin, zweiter Versuch. Calimero ist beigetreten. So, da ist Calimero schon. Der darf jetzt aber leider nur zuschauen. Muss jetzt aber auch drin bleiben. Und kann dann im Rennen mitfahren. Und Marvin hier mit 1.12.8 ist damit erstmal Siebter auf den Harten. Nicht ganz so schlecht einzuordnen, glaube ich. Also, da dürfen wir heute auf jeden Fall in Q3 uns auf einiges gefasst machen. Zumal ich schon recht gute Zeiten im Training gesehen habe. Also, die 1.11 war mir schon klar, dass die fällt. Und sie ist hier schon in Q1 gefallen. Was, ja. Uns vielleicht sogar, aber nur ganz vielleicht, 1.10 oder eine 1.10 geschnuppert haben hier einbringen könnte. Das wäre natürlich richtig geil. Da würde ich mich richtig freuen. Boah. Also Marvin könnte da hinkommen. Also wenn er 1.12.8 mit Hart fährt. So, Birdie hat sich nochmal verbessert auf eine 1.13.5.8.6. Während Marvin hier auch langsam rumguckt, würde ich mal sagen. So, Verstappen jetzt nochmal rausgefahren, klar. Schau mal kurz, was hat er für die alten Reifen, ja. Und Nico fährt auch mit den Harten raus. Da bin ich jetzt gespannt, was Nico mit den Harten fährt. Während Verstappen jetzt hier auf seine schnelle Runde geht. Und André Schumacher schreibt, Schwarz-Gelb 1909. Ja, für mich zählt er auf jeden Fall, wie einige andere auch, denke ich mal, zu dem also so das, was ich im Training gesehen habe, würde ich ihn, glaube ich, auch schon doch zu den Favoriten zählen, die hier das Rennen gewinnen können. So, Calimero ist wieder rausgegangen, warum auch immer. Kunibert fragt mich, wie es mir geht. Ja, also heute geht es mir eigentlich relativ gut, ist Freitag, ne? Hab jetzt Wochenende und arbeiten war auch recht witzig. Deswegen, ja, ein bisschen müde, klar, muss um 4 mal aufstehen. Und in der Woche komme ich immer so scheiße spät ins Bett, warum auch immer. Deshalb, ja. Eigentlich geht es mir doch recht gut. Deswegen habe ich mir gerade die Energies hier aufgemacht. Damit ich wieder ein bisschen. Ja.
Energie haben. Wortwitz. So, Verstappen jetzt hier schon im dritten Sektor. Mal gucken, inwiefern er seine Zeit verbessert. Oder halt auch eben nicht, je nachdem, ob sie gültig war oder nicht. Er fährt doch wieder rein. Okay, schauen wir dem Nico zu, der schon im zweiten Sektor ist. So, schauen wir mal auch wieder in den Chat rein natürlich. Sich schreibt, Nico ist der Sieger der Herzen. Ich glaube, das war ja letztes Jahr nur. Ein Toxic-Wochenende saufen. Ja, wie gesagt, ich muss hier gerade noch arbeiten, deswegen für mich erst danach. Und Kunibert schreibt, muss morgen auch wieder um 4 aufstehen. Ja, das hasse ich, wenn ich Feiertage nachholen muss. Da muss ich auch immer samstags los. Total ätzend. So, und der Vettel hat mir gerade geschrieben, dass er es leider nicht schafft. Also wird das Rennen hier ohne den Vettel stattfinden. Das heißt, ich weiß gar nicht, Calimero fehlt jetzt, glaube ich, wirklich dann nur noch. Ja, schade. So, Nico, seine erste Runde war ungültig. Schauen wir mal rauf, ja, fährt jetzt schon die zweite und Verstappen fährt jetzt mit 9 Softs raus, da bin ich mal gespannt. Also eigentlich hätte er auch mit den alten fahren können. Die eine Runde hätte er wahrscheinlich schon hingekriegt, um seine Zeit zumindest so weit zu verbessern, dass er da näher ranrückt. Und Eskalation schreibt, ich fahre am Sonntag auf Geschäftsreise und muss im Hotel das Liga-Rennen fahren. Ja, wie geil ist das denn, ey? Am besten gleich noch mit dem Meeting, so, ey, psch, psch, ich muss jetzt kurz Rennen fahren und so. Ja. Kannst sie gleich davon überzeugen. Wer weiß. So, Nico, jetzt hier mit den Harten, zweite Runde. Sind diesmal gültig. Also scheint gültig zu sein, 1.13.2. Also, vielleicht ist er jetzt einfach nur ein bisschen mehr auf Nummer sicher gegangen. Weil ich glaube, er könnte sogar mehr aus den Harten rausholen. Aber es reicht ja, um weiterzukommen. Also, wie gesagt, der müsste sich jetzt hier nicht irgendwie total verausgaben. So, da haben wir noch den Verstappen und die Freshtags, die nochmal rausgefahren ist. So, Sig, wie kann es sein, dass man im Hintergrund die Durchsagen aber den Rennen... Ja, das ist so verwirrend, ja, ich sag dir das. Vor allen Dingen, dass er die ganze Zeit auch wirklich was das labert, was hier passiert, so, das finde ich halt viel geiler. Also, der labert die ganze Zeit wirklich so, ja, Ferrari vorne und McLaren dahinter und so eine Scheiße. Also, das finde ich schon recht witzig eigentlich, wenn man genau hinhört. Aber wie gesagt, im Untersound zu haben, ist schon echt crazy komisch. Also das im Nachhinein auch anzugucken, denke ich mal, wird auch eine witzige Sache, hier keinen Motorsound zu haben. Also man hört halt wirklich nur mich und das, was halt im Hintergrund da der Stadionspray oder der Durchsager da ansagt, da bei Start und Ziel. Das ist schon recht witzig. So. Sicher, dass du... Ich habe nichts umgestellt. Also ich habe... Das Spiel sogar nochmal neu gestartet nach dem Training. Also nachdem ich beim Training zugeguckt habe, ich das Spiel sogar neu gestartet. Ich habe eben gerade nochmal reingeguckt in meinen Settings und mein Sound ist definitiv an. Deshalb weiß ich nicht, warum das jetzt so ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist das der Bug, der ausgelöst wurde durch meinen Stream. So, Verstappen jetzt mit 1.12.5 ist damit 5. Ist auch nochmal vorgeschoben. Jetzt kommt gleich nochmal die Freshtags, die eh aber langsam unterwegs ist. Und Fonds haben wir auch nochmal draußen. Okay, auf seinen 2 Runden alten Softs. Also Freshtags wird sich hier nicht verbessern. Aber wie gesagt, kommt er sowieso weiter. Und Fons ist jetzt hier nochmal schnell unterwegs. Fragezeichen. Wie gesagt, Sig, vielleicht ist das auch der Bug, der jetzt ausgelöst wurde, dadurch, dass ich halt Horst bin und streame. Was für mich persönlich jetzt nicht unbedingt das Problem ist, solange die Fahrer jetzt keine Bugs dadurch kriegen, dass ich hier ja, streame und horste. So, und Toxic schreibt Formel E. Ja, könnte man so sagen. Es ist Formel E, genau. Ja, man hört nichts. So. Die fahren ja einfach, ja, man hört einfach nichts. Wie in der Formel E. Obwohl bei der Formel E hört man schon was. Also ist jetzt nicht so, dass man nichts hört, aber es ist, ja, kommt denen schon sehr nahe.
So, Sick schreibt, okay, ja, ich kenne mich mit den ganzen Sachen da nicht aus, bin nur hier wegen Nico, bin nicht mal Formel 1-Fan. Ach so, ja. Na. Ist ja auch nicht so schlimm. Und, ja, jetzt habe ich auch gar nicht am Anfang so irgendwas über die Strecke erzählt, aber das können wir gleich auch machen. Also, über die Strecke denn mit abfahren mit demjenigen, der hier. Der es rausfährt, der es seine Zeit setzen wird, gleich in Q2, was spannender wird, denn da rufen wir die Top 10 und da werden auch die Reifen dann wichtig sein. Da bin ich gespannt, was ausgepackt wird. Also, ich denke mal, dass der Black Panther da vorne auch noch reinrutschen wird. Genauso wie Nico. Also, die beiden sind mit harten gefahren. Marvin wird auch weiter vorrutschen. Also, ich denke, da werden wir uns heute vielleicht auch mit einer Überraschung wieder begnügen können. Also bisher war es immer recht spannend, was das Q3 auch denn anging um die Pole. Also da muss man schon sagen, das war schon. Puh. So, hier sehen wir nochmal das Endergebnis von Q1. Und ja. Also man sieht schon ein bisschen Abstände, klar, aber das hat auch mit unterschiedlichen Erfahrungswerten auch gut zu tun. Vielleicht auch ein bisschen das Setup, klar, aber ich denke mal, es ist viel Erfahrung. Ich weiß, Verstappen, die hat schon gespielt damals Formel 1 und so, hat jetzt wieder neu angefangen und deshalb, ich denke, wie gesagt, also einige Fahrer, die, wenn sie länger fahren, dann werden sie auch ja, besser. Also wie gesagt, durchs Fahren wird man nur besser, durch jedes Rennen, durch jedes Qualifying kannst du nur lernen. Deshalb, ja. Also, um natürlich auch nach vorne zu kommen, ist es natürlich auch wichtig, viel zu trainieren. Denn wer nicht trainiert, kann auch nicht besser werden. Also, und sowas hier, so ein Qualifying, so ein Rennen, wo man darf man gar nicht so reingehen, von wegen so, ah, ich werde sowieso Letzter oder so, weil wie gesagt, es kann immer so viel passieren in einem Rennen. Also, man sollte niemals nie sagen. Es kann so viel passieren, dass. Also, ich will jetzt nicht auf einmal sagen, dass jetzt zum Beispiel irgendwie jemand, der, sag ich mal, weiter hinten ist, jetzt auf einmal hier gewinnt oder so, aber in die Punkte und so, das ist auf jeden Fall möglich. Klar, ist immer möglich. Deutschland ist gefährlich, gerade Kurve 1. Und wir sehen, der Verstappen ist wieder der Erste, der rausfährt. Genauso wie Timmy VB. Und wir sehen am meisten hier gerade die Mediums ausgewählt. Ja, wie gesagt, es kann so viel passieren. Deutschland ist gar nicht so einfach zu fahren, eine Strecke. Ja, also gerade Kurve 1 kann man sehr viel Zeit verlieren oder gewinnen. Je nachdem, wie mutig man auch ist, diese Kurve zu nehmen. Also, puh, ja, wenn man halt zu viel mit reinnimmt und da, ja, überschwänglich reinfährt und den Scheitelpunkt verpasst zum Einlenken, dann ist das schnell mal ein Abschied. Also da kann man so schnell abfliegen. Das ist unglaublich. Hier genauso ein Punkt. Genauso wie jetzt hier im Motodrom an sich selber auch, weil hier hast du den linken Incurb. Und ich weiß, im 18er war der absolut katastrophal. Einmal berührt, schon hat sich das Auto gedreht. Das war, boah. Ich weiß, ich habe mich da auch immer im Rennen gedreht. So, Verstappen jetzt hier auf seiner schnellen Runde. Und hier sehen wir Kurve 1, die, ja, hat er doch recht gut genommen, muss man sagen. Wie gesagt, sie ist extrem schwierig. Die kann man natürlich noch ein bisschen mehr über den Curb gehen, als jetzt Verstappen jetzt hier getan hat. Aber wie gesagt, das Risiko ist da und ich höre gerade Motorsound, Jungs! Ich krieg's gerade erst mit, so ein Scheiß! Ja, Motorsound! Verstappen hat die Lunge verlassen. Hi! Ich warte jetzt mal kurz hier die Zeit von Verstappen ab und dann schaue ich mal, ob ich eventuell wieder einladen kann. Motorsound. Und Jonas, der Akad Jonas Moin Silver schreibt da ja immer mal Grüße gehen raus. Aus seiner auch so zwei Kackclubs, ja, nicht nur zwei, ich glaube fünf Australien. Also für mich persönlich ist es irgendwie jede. Und ich sehe gerade, Verstappen hat die Runde abgebrochen. Deswegen springen wir hier zu Marvin rüber.
der hier, glaube ich, nicht vor Timmy WB ist. Nee, genau. Und Feststeig ist wieder da. Gut, brauche ich sie nicht einladen. Sehr schön. So, Timmy. Was gibst du uns hier auf den Mediums? Ich glaube, 1.13 müsste er schon abliefern. 1.13.3, ja, um hier die Chance zu haben, weiterzukommen auf den Mediums. So, jetzt kommt Marvin und zerstört mal alle mit einer 1.11.9. Boom. Würde ich einfach mal so behaupten. In your face. Ah, das ist schon krass. Also jetzt hier eine 1.11.9 mit den Mediums zu fahren. Ich denke, die 1.10 ruft. So, Fonds hier im dritten Sektor. Deswegen bleiben wir mal drauf. Das ist der Teamkollege von Marvin, der hier noch nicht ganz so klarkommt mit dem 19er Teil. Das hat er mir mal erzählt. Aber er hatte jetzt ja wieder eine Woche Zeit zu trainieren und setzt hier eine 1.12.8 hin. War knapp eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege. Das kommt auch mit dem hin, was er mir so erzählt hat. Und Pave mit einer langsamen Runde. Nochmal Einführungsrunde gefahren hier. Und der Black Panther ist im zweiten Sektor. Jetzt muss ich natürlich mal wieder durchgucken. Bulletube da im ersten. Und da haben wir den Totti 1.13.9. Ah, da würde ich schon sogar sagen, das wird eng. Also das wird eng für Totti mit der 1.13.9 weiterzukommen. Bei Timmy könnte es vielleicht reichen, aber da bin ich mir auch unsicher. Denn wie gesagt, ein oder andere wird hier noch mit den Softs wieder rausfahren. Und Black Panther kommt jetzt über die mit 1.12.6, setzt sich damit zwischen die beiden McLaren. Also wie gesagt, ich glaube Marvin, würde ich jetzt schon sagen, safe weiter. Also da sehe ich nicht, dass da irgendwas kommt. Schwarz-Gelb jetzt hier, der zweite Mercedes-Fahrer. Mercedes heute mit einem Heimrennen hier in Deutschland. Und da hätte ich mir jetzt natürlich gewünscht, dass man sich hätte die neue Lackierung da aussuchen können. Das wäre natürlich geil. Also ich finde sie persönlich ganz cool. Auch wenn ich Mercedes nicht so mag, aber ich finde sie persönlich ganz cool. So, Schwarz-Gelb 1.12.7 ist damit hinter seinem Teamkollegen und zwischen den beiden McLarens hier. Die ehemals auch mit Mercedes zusammen waren. So, ich glaube, Bulletude war sogar noch davor, vor Pave, ja. Kommt jetzt über die Linie mit einer 1.13.2, ist damit Fünfter. Und Pave 1.12.5 ist damit Zweiter. Setzt sich dann noch vor die beiden Mercedes. Ah, ist natürlich doof, wenn jetzt Ferrari vor denen steht, ne? Die wollen natürlich selber hier. Ne? So. Ab in Husti. Ja, moin Husti. Intoxi schreibt 1.11 ist eine Hausnummer. Ja, wie gesagt, in Q3 kannst du dich auf jeden Fall auf was gefasst machen. Für alle, die die Liga jetzt hier noch nicht kennen. Ihr könnt euch echt auf was gefasst machen. Die werden hier wieder ein Feuerwerk abbrennen. Das ist nicht mehr normal. Also das ist schon richtig gut hohes Niveau hier. Muss man einfach mal so sagen. Und Neon jetzt hier mit 1.12.7 ist damit hinter den beiden Mercedes. Also, ich glaube, das hätte Ferrari sich ein bisschen anders gewünscht. So, Verstappen ist hier, glaube ich, langsam unterwegs. Da kommt schon der Birdie angeflogen. Deswegen schauen wir mal, wo ist Nico? Nico kommt da auch angeflogen. Birdie ist hier gerade und die Fresh Ducks. Nochmal anfangen. Also Birdie, Nico, Fresh Ducks. Der Verstappen ist hier gerade langsam unterwegs. Der ist hier an der vorbei. Ja, Christi. Das wäre ich auch. Wie gesagt, das ist, ja, ist schon eine andere, ja, Liga kann man schon fast sagen, wo Marvin, also Marvin ist von Zeitfahren her, also vom Qualifying her, glaube ich, mit der stärkste Fahrer hier. Im Rennen eigentlich auch. Er hat nur ab und zu dann doch mal einen Fehler drin, hat auch ein bisschen Pech, klar. Der ein oder andere Fahrer natürlich auch, aber wie gesagt, dass ich gesehen habe, er steht sich selber bewegt, würde ich jetzt auch nicht mal sagen. Also das ist schon Verstappen jetzt mit 1.31.9. Also ich weiß nicht, ob er das hier nicht richtig ernst nimmt oder ob er ja, oder ob er diese kleinen Fehler halt einfach noch hat. Also wie gesagt, deswegen, also Marvin sehe ich auch bisher als den stärksten Fahrer hier im gesamten Feld. Aber wie gesagt, es ist noch lange Saison. Die Konstanz muss natürlich da sein.
Und ohne das wird man hier, glaube ich, kein Weltmeister in dieser Liga. Halt konstant vorne unter die Top 3 fahren, wäre natürlich am besten. Aber da vorne halt mitmischen, Top 5 auf jeden Fall, um hier ein Wörtchen um den Titel mitzureden. Also Top 5 muss da schon immer drin sein. So, Birdie. Guckt ja auch mit den Mediums. Ich sehe gerade, Timmy ist der Einzige mit den Softs. Der Birdie jetzt 1.13.3. Nico kommt über den 1.12.3, setzt sich damit erstmal auf den zweiten. Die Verstappen 1.13.5 ist damit 11. Das wird nicht reichen zurzeit. So, Fresh Ducks. Ah, das war nicht gut erwischt. Das war nicht gut erwischt. Also. Ah, 1.16.3, das wird auf jeden Fall ganz und gar nicht reichen. Da muss noch ein bisschen was kommen von ihr. So, Domi. Gibt der uns hier auf den Mediums. Das wird auch nicht reichen. Pizza Wolf. Ah, da kommt schon ganz schön ein bisschen näher. 1.13.4 ist damit 11. ganz knapp hinter seinem Teamkollegen. Und ich wollte jetzt schnell gucken, was Beste ist. Also jeder hat seine Beste hier gerade mit den Mediums abgeliefert. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt gleich von den hinteren Fahrern mindestens ab Platz 8 mit dem Soft sehen. Denn alle, die jetzt gleich dann noch kommen, werden dann nochmal mit den Softs rausfahren, um hier vielleicht weiterzukommen. Es sei denn, sie haben eine andere Taktik. Das kann natürlich auch sein. Und mit Motorsound ist so viel angenehmer, Jungs. Ich kann euch nicht sagen, wie geil das ist. Mega. Es ist einfach so viel geiler. Ja, wie gesagt, es kann natürlich auch taktisch klug sein, nicht in die Top 10 zu fahren. Aber da muss halt jeder selber wissen, wie er das handhaben möchte. Sie schreibt, die lassen ja fast nichts liegen. Nee, wie gesagt, das ist hier schon richtig hartes Racing. Und Domi kommt jetzt über die Nummer 1.14.5, das wird nicht reichen. Das ist der 14. Platz zurzeit. Deshalb, muss gerade mal was gucken. Auch ob mir hier vielleicht einer von den Jungs geschrieben hat. Hier irgendwelche Infos sind? Nee. Nee, gut. So Domi der einzige Fahrer, der jetzt gerade noch draußen ist, denn alle anderen werden, denke ich mal, gleich noch auf die Softs gehen. Und der Neon kommt auf Softs raus. Okay, das ist jetzt verwunderlich. Domi ist in der Box auf einmal. Was ist denn jetzt auf einmal los? Was war das jetzt auf einmal? So, Verstappen fährt jetzt nochmal raus mit den alten Mediums. Totti fährt mit den alten Mediums auch nochmal raus. Ich bin gerade ein wenig verwirrt, was das auf einmal war. Komitsch, Komitsch. So, Timmy ist hier mit den Softs rausgefahren und Neon fährt doch nicht raus. Der hat nur umgeschnallt. Ich dachte, der fährt jetzt raus. Also das hätte mich jetzt gerade ein bisschen gewundert. Und ich mache gerade mal noch was hier. Wenn es jetzt gleich hier in die heiße Phase geht, bei 2,5 Minuten noch. Domi und Fresh Ducks haben hier in der Box die Softs ausgewählt und Fresh Ducks hat wieder die Lobby verlassen. Ah, das ist ärgerlich. Wie gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt an mir liegen. Es kann natürlich auch an ihrer eigenen Verbindung liegen. Und ich sehe gerade, dass der Totti ein bisschen weiter vorne ist. Deswegen bleiben wir auf dem drauf. Aber ich denke nicht, dass die jetzt hier mit den Mediums noch so viel reißen werden. Und Birdie und Pizza Wolf sind noch in der Box.
Okay, und Freshtag schreibt gerade auch in den Liga-Chat, dass sie raus ist, dass die Verbindung rumspackt und das auch nicht weiter versuchen möchte. Ja, schade. Dann werden es dann wahrscheinlich doch zum Start nur 15 Fahrer sein, denn Calimero kommt ja wie gesagt noch. Der wird ja dann noch wieder joinen. Und Neon ist jetzt hier doch wirklich noch auf den Softs rausgefahren. Und 1 Minute 20, das heißt, Pizzawolf ist definitiv raus. Der kann nichts mehr machen. So, jetzt Totti hier. Kann sich nicht verbessern. Verstappen ist schneller unterwegs. Ist eine Verbesserung 1.13.3. Es schiebt sich damit auf 9 den Birdie raus. Der kann auch nichts mehr machen. Genauso wie Timmy, der auch in der Box ist. Ui. Das heißt, Timmy auf dem heißen Stuhl muss jetzt aufpassen, dass der Domi nicht kommt. So, Totti ist jetzt auch nochmal schneller unterwegs. Und Verstappen hat die Session aufgegeben. Ei. Wo ist das denn jetzt passiert? Fährt er da gerade rum? Der hat auf der Strecke aufgegeben. Verstappen, also das ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was du machen konntest. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen, naja. Okay, müssen andere entscheiden. So, Domi hier auf den Softs, denke ich, hat hier die beste Chance, noch weiterzukommen. Weil bei Totti, der war auch schneller unterwegs. Muss ich gleich mal gucken. Und gleich werde ich mir auch die Kommentare nochmal durchlesen. Da ist auf jeden Fall viel geschrieben worden. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um das Finale in Q2, wo eigentlich nur noch zwei Fahrer was machen können. Timmy auf dem heißen Stuhl. So, Totti, was kommt da? Danach ist vorbei. Kommt da die Verbesserung? Sie kommt! 1.13.3 setzt sich damit auf 9. Timmy haut da raus und Verstappen auf den heißen Stuhl, der schon aufgegeben hat. So, Domi kommt hier mit den Softs angeflogen. Ist der Einzige mit den Softs in den Top 10? Ja, er ist der Einzige mit den Softs in den Top 10. Haut damit Verstappen somit auch noch raus. Wir haben einen Fahrer mit den Softs in den Top 10. Der Rest auf Mediums. Raus sind Verstappen, Timmy WB, der Birdie, Pizzawolf und Freshtags, die leider dann nicht mehr mitfahren wird. Beide Red Bulls raus. Bitterer Tag hier für Red Bull. Und ja, wir haben einen Force India, einen Renault und ansonsten McLaren, Haas, Ferrari und Mercedes dabei. Und jeweils ein Vertreter hier. Oh, und Totti dürfte sogar noch eine Runde, sehe ich gerade. Ui. Ist er denn auch schneller unterwegs? Nein, ist er nicht. Deswegen kümmere ich mich jetzt kurz mal um den Chat. Mustang Beste schreibt, also ich bin Timmy WB, das ist ein Anzeigefehler. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was er da meint. So, ja, Husti schreibt, die lassen was nicht sehen. Genau, das hatten wir, glaube ich, sogar schon. Silver, ich danke dir für die lieben Worte. Ich gebe mir recht. Was? Ich gebe dir recht. Im Rennen habe ich noch ein paar Fehler, aber letzte Woche Mexiko war mega viel Pech. Als ich in die Box kam, ging mein Controller leer, musste Batterien wechseln und ab 12 Sekunden verloren. Da habe ich dann aufgegeben, bereue ich jetzt natürlich schon sehr. Bin Marvin. Ja, Marvin, also. Ich kann so einen Ärger klar verstehen, aber als Rennfahrer, der ich ja nun mal auch bin, kann ich sowas nicht nachvollziehen, wie man ein Rennen, wenn es mal nicht so gut läuft, einfach beendet. Also ich fahre jedes Rennen zu Ende. Es ist mir egal, was passiert, auch wenn ich da als Letzter reintrudel. Für mich ist das einfach so ein, also für mich persönlich ist das einfach so ein, ja, Respekt auch den anderen gegenüber. Also, dass man sein Rennen nicht einfach irgendwie gegen die Mauer fährt, irgendwie in der Box fährt, aufgibt und so. Ich kann den Ärger verstehen, klar. Also, ich habe mich auch schon tierisch oft geärgert. Aber ich persönlich so als Rennfahrer finde das halt immer so, ja. Also, für mich ist es persönlich eine Schwäche von anderen Fahrern, wenn sie halt sowas machen. Also, wie gesagt, ich kann nicht da nachvollziehen, klar. Aber wie gesagt, so ist halt meine Meinung dazu. Dass du es gemacht hast, wird dir wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar ja, die Meisterschaft kosten, denn die Punkte, die du vielleicht hättest noch mitnehmen können, fehlen dir vielleicht am Ende. Weiß man natürlich immer erst am Ende der Saison und dann ist man auch schlauer. Deshalb, ja. Hoffen wir, dass es heute nicht passiert mit deinem Controller. So. Und ja, ein Toxic, ja. Freue ich mich auch.
So, die ersten fahren raus, natürlich auf den Softs, deswegen können wir eigentlich die Reifen wieder ausmachen. Schau mal davor, Pave, das war doch ein Totti. Nein, es ist der Bullet Dude, der sich hier wohl die erste Runde schnappt. In Q3 in Deutschland. Und oh, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an die letzten beiden Q3 denke. In Kanada. Wow. In Mexiko. What the fuck? Und jetzt hier Deutschland. Ich kann das glaube ich gar nicht mehr steigern. What the fuck kann man glaube ich gar nicht mehr steigern. Wie sieht eigentlich das Wetter aus? Hab vergessen, wie es im Rennen wird. Ich kann dir das nicht sagen, mir hat es keiner gesagt. Vielleicht sagt mir das der ein oder andere noch. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht einer von denen, die vielleicht rausgeflogen sind, haben die das vielleicht im Kopf. Ich weiß es nicht. Ansonsten, ich kann es dir leider nicht sagen. Mir wurde nichts gesagt. Deshalb, ja, gehen wir hier mit Bullet Dude auf die erste schnelle Runde. Der will uns hier die Zeit vorgeben. Was es hier erstmal dann für kurze Zeit zu schlagen gilt. Und da ist die Runde abgebrochen. Das heißt, wir gehen auf Totti. Der hier wahrscheinlich noch schneller unterwegs ist. Ja, der hat die Kurve besser erwischt. Bullet Dude muss da abbrechen, weil er da gecuttet hat. Zu weit rausgekommen. Deswegen gucken wir dem Totti hier zu auf der ersten schnellen gezeiteten Runde. Und sind gespannt, ob er sie halt auch gezeitet durchkriegt. So, ich musste das kurz mal erlauben hier, Obi. Und wie gesagt, Totti, wenn er sie durchkriegt, gezeitet, nicht ungültig, dann wird er uns hier die erste Zeit geben. Und leider weiß ich schon wieder nicht, wer jetzt ist. Also kommt, denn wie gesagt, wenn die alle gleichzeitig rausfahren, ist es manchmal richtig schwer, den Überblick zu behalten. Domi ist auf jeden Fall noch in der Box. Der wird hier wohl auch alles auf einen Stint setzen. So, und Totti kommt jetzt hier gleich über die Linie. Wird uns die erste Zeit geben. Und es wird eine 1.12.4 erstmal. Ich sehe da hinten einen Black Panther, der jetzt mit einer 1.11.8 aufwartet. Jetzt weiß ich nicht, wer als nächstes kommt. Der Pave kommt als nächstes. Da bin ich jetzt gespannt. Ah, das wird eine gemütliche Runde. So, da hinten der Bullet Dude. Der ist jetzt, glaube ich, schneller unterwegs gewesen. Nein, ist er nicht. Dann haben wir noch den Fons, den Marvin, der wieder in die Box fährt. Und der Fons, der fährt auch wieder in die Box. Also das scheint nicht so gelaufen zu sein, wie sie es vorstellen. Jetzt haben wir hier noch Schwarz-Gelb. Den zweiten Mercedes, der wieder in die Box fährt. Also. Und da die Jungs an der Box sind, hoffe ich, dass sie mir vielleicht auch gerade zuhören, zugucken. Wie wird denn das Wetter, Jungs? Regnet es im Rennen noch oder bleibt es weiterhin trocken? Denn es sieht gerade ein bisschen diesig aus, obwohl man hier gerade schon sieht, es ist trotzdem sehr warm. Und Neon jetzt mit einer 1.11.8 knapp hinter Black Panther, das sind 6.000stel, die er dahinter Black Panther ist. Das ist schon ziemlich eng, aber da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Und Pave ist jetzt hier im dritten Sektor, ist aber, weiß ich gar nicht, ist er schnell unterwegs? Mir scheint so, dass er hier noch schnell unterwegs ist. Also die Runde will er wohl machen, nein, will er nicht. Okay. Und der Bullet Dude will sie noch machen. Auf der zweiten Runde mit einer 1.11.9. Ist damit erstmal Dritter, das ist nicht schlecht. So, jetzt fällt Nico wieder raus. Der ist jetzt gerade hier auf der Outlap. Bleiben wir mal da drauf, denn die anderen haben ihre Zeit gesetzt und werden jetzt wahrscheinlich in die Box fahren. Und muss sagen, beste schreibt trocken. Dankeschön. Ja. Regen wäre geiler. Regen irgendwie zum Ende. Ah, das wäre geiler. Vielleicht kämpfen die um die schnellste Inlap. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Ich glaube nicht. Also, hat ja niemand nirgendwo aufgezeichnet. So, Neon ist natürlich jetzt wieder in die Box gefahren. Bullet wird das gleiche tun. So, Marvin ist jetzt auch rausgefahren. Ich bin natürlich gespannt. Marvin und Nico. Aber ich kann nicht mal sagen, wer hier wirklich Favorit auf die Pole ist. Also, es ist wie Marvin hat auf jeden Fall gerade
einen deutlichen Fingerzeig gegeben, dass er hier die Pole haben will. Ich glaube, da hat er mal ein Zeichen gesetzt. So, Nico geht jetzt auf seine schnelle Runde. Ich bin natürlich gespannt. So, Totti fährt jetzt auch nochmal raus. Egal, solange es im Rennen nicht regnet. Ja, das wäre ja geiler. Wenn es zum Ende oder so des Rennens regnen würde. Wäre auf jeden Fall interessant. Aber Deutschland gilt komischerweise hier bei Codemasters als Sonnenland. Ja, also das muss man einfach mal so sagen. Es ist schon im 18er so gewesen, so oft wie ich die Strecke gefahren bin. Also ich hatte kaum Regen hier auf dieser Strecke irgendwie. Deshalb bin auch mal der Meinung, dass ich es irgendwo gehört habe, dass es hier bei Codemasters Deutschland als recht trockene Strecke gilt. Naja. So, der Teamkollege von Marvin, der Fons, der ist auch gerade auf seiner schnellen Runde, genauso wie Domi. Und Nico beendet jetzt hier gleich seine schnelle Runde. Es geht schon mal Richtung 1.11, wenn sie jetzt nicht gerade ungültig geworden ist. Uiuiui. Das wird 1.11.3, neue schnellste Zeit hier. Setze ich erstmal auf Pol. Aber jetzt kommt der Marvin. Und Pave ist noch in der Box. Also der wird hier auch alles auf 1 denn setzen. Ui. Und ich glaube, Marvin wird hier gerade jetzt eine 1.10 hinschmettern. Das sah sehr stark aus zu dem Zeitpunkt, wo er da gerade um die Kurve gefahren ist. Es wird eine 1.10. Nein, 1.11.04.2. Aber das ist schon ganz, ganz, ganz knapp dran. Neue Spitzenzeit hier. 3 Zehntel schneller als Nico. So, der Fons, der Teamkollege, kommt jetzt hier auch gleich. Und Pave ist jetzt rausgefahren. Und der Fons wird uns hier eine 1.11.3 abliefern. Ist damit erstmal auf P3. Das ist stark hier. Den Haas ins Sandwich genommen. Jetzt kommt Domi, der Teamkollege von Nico. Kann er da auch mit vorne reinfahren? Nee, wird leider nichts. 1.12.5, das wird nicht reichen für da vorne. So, Schwarz-Gelb kommt jetzt auch noch. 1.11.3 ist damit jetzt zwischen Nico und Fons gefahren. Auf P3. Ah, das ist ganz knapp da vorne. Also das ist nicht viel, was die da trennen. Das sind 37 Hundertstel, die Nico und Fons da trennen. Und dazwischen ist halt Schwarz-Gelb. Das ist nicht viel. So, Totti hier schneller unterwegs. Ah, oder auch nicht. Weiß jetzt gerade nicht. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Totti hier wirklich schneller unterwegs ist. So, Bullet Dude fährt auch nochmal raus. Ich muss jetzt natürlich mal auf die Reifen schauen, denn dadurch sehe ich natürlich jetzt besser, wer hier auf frischen Reifen unterwegs ist, wer noch was machen könnte. Und wenn nicht, so, Totti, gucken wir jetzt mal, ob er hier schneller ist. Nee, da ist er ein bisschen langsamer. Ich denke, dass da jetzt so die Verbesserung kommt. Und Pave ist jetzt auf der schnellen Runde. Ui, da war sein Teamkollege unten, Mercedes. Das ist, glaube ich, der Schwarz-Gelb, der da, glaube ich... Nein, das ist der Black Panther, der auf seiner Outlap ist. Ui. Ah, wir gucken den Pave zu. Der hat noch keine Zeit. Bin gespannt, also da... Hat der jetzt gerade den Neon gezogen? Also die ziehen sich da, glaube ich, gerade oder irgendwie sowas. Also Pave hat auf jeden Fall hier gerade seine Runde ziemlich abgebrochen, ja. Der wird gleich nochmal dann auch eine Schnelle gehen. Deswegen gucken wir jetzt erstmal den Bullet Dude zu. Fährt Marvin mit Controller. Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil ich selber noch nicht irgendwie nachgefragt habe. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Marvin mit Controller fährt. Denn ich weiß, der Fons fährt mit Lenkrad. Und die beiden trainieren halt viel zusammen und geben sich auch Tipps, so was Dings angeht. Also glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass Marvin mit Controller fährt. Da ich auch weiß, dass er in einem E-Sports-Team aufgenommen wurde, glaube ich es nicht. Also es würde mich wundern, also wenn es wirklich so wäre, dass er mit Controller fährt. Respekt auf jeden Fall, klar. Controller so eine Zeiten hinzuschmettern ist nicht ohne, aber und Bullet Dude, seine Zeit wird ziemlich schlecht sein. So, Neon ist auch schneller unterwegs. Black Panther habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Und Pave kommt jetzt hier auch noch. Aber Neon wird wohl der Erste sein. Und vorne fahren sie auch nochmal raus. Ist auch Schwarz-Gelb, der ist an der Box. Der wird es jetzt auch nicht mehr schaffen. Und
da habe ich es gerade gesagt, da ist er schon rausgefahren. Das heißt, er wird es noch schaffen. Das heißt, Neon wird hier der Erste sein, gefolgt von Black Panther. Die Frage ist, ob es reichen wird, falls die Runde verkackt ist für noch eine Runde. Also sie könnten quasi hier die Ersten, der Neon, der Black Panther und der Pave, sie könnten, aber es wird dann halt knapp mit dem ERS. Neon hier, ui, das wird eine richtig gute Zeit. Da wird er vorne richtig reinrutschen. Die wird schneller. Sofern sie gültig ist, 1.11.5. Sie ist gültig. Konnte sich damit auf 5 vorschieben. Jetzt kommt der Black Panther hier noch. Der langsam unterwegs ist, der jetzt in den nächsten Angriff startet. Und ich habe Pave voll verloren hier. Das ist eine 1.11.082, die er hier hinsetzt. Könnte jetzt nochmal, aber ich glaube, das RS wird nicht ausreichen. Er wird jetzt hier auch, denke ich mal, langsamer sein. Ja. Das heißt, Pave kann nichts mehr machen. Wir haben den Nico im ersten Sektor. Wir haben den Marvin im zweiten Sektor, der wieder ein bisschen schneller ist. Wir haben den Fons, der jetzt auch gerade im ersten Sektor ist. Und den Totti, der hier gerade seine Runde im ersten Sektor. Und ich weiß gar nicht, jetzt hier so Freshtags ist beigetreten. Mal wieder. So, Pave war ja raus. Entschuldigung, da bin ich jetzt außerdem rausgegangen. Ich glaube, Marvin wird der Erste sein, der hier nochmal ansetzt, also seine Zeit verbessern könnte. Ich fahre mit Wheel in Toxic, ja. Ich fahre mit Lenkrad. Ich glaube, danach dürfte der Schwarz-Gelb kommen. Der hier knapp dahinter ist, oder? Ne, das ist der Black Panther, okay. So, Neon Fons wurde abgewunken, 6. Platz zurzeit. Könnte noch Totti und Domi kommen. Von den anderen glaube ich da nicht so viel, was da kommen kann. So, Marvin. Kann er sich nochmal verbessern? Kommt auf die 1.10.8.2.8. Unglaublich. Ist damit Pulsitter zurzeit. So, jetzt kommt Nico, der hier auch nochmal schneller unterwegs ist. Was kann er reißen? Es wird eine 1.11.2.0.3. Konnte sich verbessern auf P3. So, Schwarz-Gelb. Kommt jetzt hier auch nochmal mit einer Verbesserung um die Ecke. Was wird es? 1.11.1.02 ist damit Dritter. Und jetzt haben wir noch den Bullet, aber der ist auch durch. Das heißt, Marvin hier, der Pulsitter mit einer 1.10.8.2.8. Als wenn ich es nicht vorher irgendwie mal gesagt hätte, dass der Marvin hier sich die Pole krallen wird. Ah ja, ist für mich auf jeden Fall, wie gesagt, der stärkste Qualifahrer hier. Pave auf 2, Schwarz-Gelb 3, Nico 4, Fons 5, Black Panther 6, Neon 7, Bullet 8. Verstappen 9, Domi 10. Und wir haben das Ergebnis. Wie gesagt, ganz stark hier eine 1.10.8.2.8 von Marvin. Unglaublich wieder hier. Also das war ja schon wieder. Schwarz-Gelb fährt da vorne auch nochmal unter die Top 3 im Qualifying. Zeigt auch nochmal, dass er hier auf der Liste steht der Favoriten, die hier das Rennen gewinnen können. Und es sind einige, wie gesagt, alle, die hier in der Top 10 stehen, auf jeden Fall. Nicht umsonst sind sie hier. Und nein, in Toxic nicht das G920, sondern das Trustmaster TMX Force Feedback. Und jetzt schaue ich schnell, was hier geschrieben wird. 21.10 Uhr ist Start, das heißt in 5 Minuten. Und somit. Leider kein 09. Nee, also 09 wäre echt heftig gewesen. Ich glaube, ja. Dann, keine Ahnung. Hätte ich mich nackig ausgezogen oder so. Aber das hättet ihr ja nicht gesehen. Also hättet ihr nicht mal was davon. Ob ihr das sehen hättet wollen, weiß ich nicht. Aber so, ich gehe jetzt schnell in den Rauchen, Jungs. Ich hoffe, es ist okay. 5 Minuten habe ich ja. Und dann bin ich sofort wieder am Start. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Back in Biz. Mit einem Pole-Sitter hier in Deutschland, der ERL Marvin heißt. Und ich glaube, wir dürfen uns auf ein richtig spannendes Rennen gefasst machen. Also, sollte es Marvin gelingen, den Start für sich zu entscheiden und da vorne auf 1 zu bleiben, heißt es, Marvin hier heute zu schlagen, denke ich. Der war schon da noch 2 Zehntel schneller. Sehr gute Pave. Und Nico hat gedrückt, das heißt, geht gleich los. Maximal 30 Sekunden. Ich schaue noch mal schnell in den Chat. Und da geht es halt um das G29, worauf Intoxic nicht wirklich klarkommt. Er hat kein Gefühl für den DAX. Ja, auf was hast du denn zum Beispiel deine Traktion stehen? Hast du die auf Mittel, Voll? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hattest du das nicht schon irgendwo geschrieben? So, jetzt geht's hier gleich auf jeden Fall los. Mit dem Marvin. Der Onboard. Warum machen wir die Onboard? So, wir gucken aber erstmal auf die Reifen. Jetzt gehen hier Onboard oder was? Okay. Ah, jetzt, okay. So, schauen wir mal kurz auf die Reifen. Domi, wie gesagt, der Einzige, der nicht mit Soft starten muss. Alle anderen sind auf die Mediums gegangen. Interessant. Für Domi wird es schwer, hier in der Einstopp zu fahren. Alle anderen können es auf jeden Fall. Und wir gehen nochmal schnell die Aufstellung durch. Marvin, wie gesagt, auf Pole, Pave direkt dahinter. Schwarz-Gelb im Mercedes im Heimrennen hier. Auf P3. Hat hier die Chance, wieder aufs Podium zu fahren. Nico direkt dahinter auf 4, Force auf 5, Black Panther 6, Neon Force 7, Bullet Dude 8, Totti 9, Domi 10, Verstappen 11, Timmy 12, Birdie 13, Pizza Wolf 14, Fresh Dax 15 und Calimero auf 16. Der ist nachgejoint. In Toxic auf Mittel. Ja, wie hast. Ja, da müsste man so mal in der Party drüber sprechen, in Toxic. Könnten wir mal die Tage machen. Wie gesagt, du kannst auch einiges im Spiel selber dann an dem Druck verändern, den du bei den Pedals hast, ab wann quasi das Pedal erst reagieren soll. Das kannst du im Spiel einstellen. Deshalb sollten wir da vielleicht mal in der Party drüber reden. Jetzt nicht hier, da wir uns jetzt hier aufs Rennen konzentrieren wollen. Und die Fahrer laufen hier ein in die Startaufstellung. Und ich hoffe, dass alle unfallfrei durch die erste Kurve kommen, dass wir keinen Unfall sehen. Dass alles glatt läuft. Und die letzten Fahrer sind drin. Die roten Lichter gehen an. Und die roten Lichter gehen aus. Der große Preis von Deutschland startet. Noch nicht. Jetzt fahren sie los. Schauen wir mal kurz auf Onboard von Marvin, denn wir sehen da hinten noch nicht ganz so viel. Jetzt kommen sie hier. Und das scheint alles gut zu gehen. Die einen oder anderen haben ihre Position verloren, klar. Und da gab es den ersten Dreher. Domi hat sich gedreht, hat einen Flügelschaden. Eieiei, mit den Softs, das ist natürlich, ja, bitter, kann man schon sagen. So gibt es den ersten Positionswechsel nach dem Start. Marvin auf jeden Fall konnte seine Führung verteidigen dann nach dem Start. Pave ist halt vorgerückt, genauso wie Nico. Black Panther ist auch ziemlich weit vorgerückt und Schwarz-Gelb musste da schon ein paar Plätze abgeben. Neon jetzt hier außen gegen Force. Ja, das hat gut geklappt. Jetzt kommt noch Bullet Dude, da muss jetzt Force aufpassen. Und bisher Pizza Wolf, der große Gewinner, 3 Plätze gewonnen und Domi, der große Verlierer, 6 Plätze verloren nach dem Start. So, wir gehen jetzt natürlich auf die Reifen erstmal rauf, denn wir wollen auch natürlich gleich sehen, was Domi da ausgewählt hat an Reifen. Und der Bullet Dude da verliert schon da auf den Force, der hat auch einen Flügelschaden. Ei, also mal schauen, wer jetzt gleich alles in die Box kommt. Also es scheint doch der ein oder andere Flügel getroffen worden zu sein. Timmy fährt, glaube ich, schon an die Box. Nein, der hat sich gedreht. Ei, der hat sich gedreht, genauso wie Calimero. Da gab es wohl eine Berührung zwischen den beiden. Ei, jetzt müsst ihr aufpassen hier. Eieiei. Und fahren jetzt auch alle an die Box hier mit Domi im Schlepptau. Also die drei hinteren sind jetzt gerade an die Box gefahren. Währenddessen gucken wir mal wieder nach vorne auf den Black Panther. Und der Nico, der hier nah an Pave dran ist.
die beiden Dauerrivalen vom letzten Jahr. Jetzt haben sie auf jeden Fall noch einen großen Konkurrenten dazu gekriegt mit Marvin. Und die, die von hinten noch Druck machen, die beiden Mercedes. Black Panther und Schwarz-Gelb. So, und jetzt kam hier Nico besser um die Kurve rum. Greift jetzt hier an. Ja, war doch recht ein schönes Manöver. Gab es zwar eine Berührung, aber das war eigentlich alles fair. Sehr schönes Manöver hier von Nico. Und Marvin, schon anderthalb Sekunden Vorsprung. Und Fons hinten muss abreißen lassen an die Spitzengruppe da vorne, an die Top 6. Verliert hier, aber gewinnt halt auch gegenüber Bullet Dude. Also da ist schon der erste, ja, ich würde mal sagen, Geschwindigkeits-Cut zwischen den Fahrern. Und hinter Bullet Dude sind Totti und Verstappen. Und dann haben wir hinten halt noch Freshdachs, die an Pizzawolf dran ist, der in die Box fährt. Der hat wohl auch einen Flügelschaden. Damit ist Freshdachs jetzt schon Zwölfter. So schnell kann es gehen. So, gleich. Oder jetzt gibt es schon DRS. Entschuldigung, wir sind ja schon in Runde 3. Es gibt schon DRS. Das heißt, die Angriffe kommen jetzt auf jeden Fall verstärkt. Neon hier an dem Mercedes von Schwarz-Gelb dran. Und dahinter kommt Force aber jetzt auch schon wieder ran. Also dadurch, dass die hier fighten und da muss Totti dem... Ne, da gab es so einen Fight. Aber Totti kam hier, glaube ich, besser raus. Kann er jetzt die Kurve besser nehmen? Will jetzt außen vorbei. Kann jetzt wieder innen rein und jetzt... Da muss er aber die Kurve abgeben. Das nützt nichts. Aber kommt jetzt hier wieder besser raus. Jetzt wieder direkt dahinter. Versucht sich jetzt innen reinzusetzen, aber da sollte man nicht... zu zweit durch die Kurve. Ja, zieht dann nochmal zurück. Und Schwarz-Gelb muss jetzt hier aufpassen mit dem Fight mit Neon. Verliert er da vorne den Anschluss eventuell. Wo es definitiv um Platz 2 geht, denn Marvin hat mittlerweile schon fast 2 Sekunden Vorsprung hier auf Nico. Und Totti jetzt vorbei an Bullet Dude. Und Force hat eine Zeitstrafe. Das kann natürlich am Ende nochmal. Und dahin gab es einen Dreher. Das war der Birdie. Ei, da wollte ich gerade drauf gehen und auf einmal ist er raus. Nein, ich will doch nicht nochmal. Ei, das war der Birdie, der ist raus. Der hat sich da in Kurve 1 gedreht. Ja, sehr gefährlich hier. So, und damit Freshtag schon auf 11. Klar, sie hat 8,5 Sekunden Rückstand da auf den 10. Aber es ist noch einiges los hier. Verstappen jetzt mit dem Angriff. Na, er zieht nochmal zurück gegen Bullet Dude. Nein, versuch's jetzt über außen. Hat leider nicht funktioniert. Und hat Bullet Dude dann Flügelschaden. Bullet Dude hat einen Flügelschaden. Vorne rechts. Ei, das ist natürlich jetzt bitter beim Verteidigen. Und Force hier an Neon verloren. Da habe ich jetzt gerade nicht darauf geachtet, da ich hier gerade bei Verstappen gegen Bullet Dude war. Calimero natürlich jetzt auch einen vorgerutscht. Der ist übrigens auf die Softs gegangen, während Pizzawolf und Timmy da auf die Harten gegangen sind und Domi auf die Mediums. Noch einmal. So, Force könnte jetzt nach der Kurve hier und Schwarz-Gelb mit der Zeit schaffen. Ah, das könnte natürlich, wie gesagt, die Zeitstrafen am Ende hier, das ist immer so eine Sache bei den Jungs. Und Totti jetzt auch mit der Zeitstrafe. Also da den Überblick richtig zu behalten, wird, glaube ich, nachher noch schwer. So. Force jetzt hier mit dem offenen Flügel, Neon kein Flügel, da er außerhalb von der Reichweite des Schwarz-Gelbs ist und Force jetzt hier mit dem Angriff über die Innenbahn. Ja, zieht vorbei, hat damit wieder den 6. Platz und vorne ist Marvin schon mittlerweile fast 3 Sekunden nach 5 Runden hier weg. Ah, das wird bitterschwer hier für die Jungs, den da wieder zu kriegen, weil Nico muss halt auch aufpassen da hinten, da ist Pave dran. Mit Black Panther im Schlepptau. Und die beiden könnten eventuell auch wieder ranfahren. Also das ist nicht so, dass sie da mit Schwarz-Gelb nicht nach vorne rankommen können. Denn Force hier macht hier ganz schön Druck. Also der will sich da wieder ins Fenster reinarbeiten, damit er natürlich auch Neon kontern kann mit dem Flügel. Schau mal kurz hier nach vorne zu den dreien. Und ui, der Lied! Pave dreht sich raus! Pave ist raus! Pave ist raus! Wie letztes Jahr Pech in Deutschland! Letztes Jahr noch durch den Safety Car Bug, als er in die Box fahren wollte, disqualifiziert wurde, weil er das Safety Car angeblich überholt hat.
ist jetzt hier wieder raus. Uiuiui. Bitter für Ferrari, bitter für Pave. Das Wochenende hat er sich bestimmt besser vorgestellt und somit Freshtags jetzt auf 10. Ja, wäre ein Punkt. Wie gesagt, es kann so viel passieren. Pave, ein Favorit hier, raus. Das heißt, die Karten fürs Podium sind gerade neu gemischt worden. Black Panther jetzt auf 3 im Mercedes, gefolgt von seinem Teamkollegen auf 4 im Mercedes. Und Timmy ist raus. Auch Timmy ist raus. Ich vermute, es war dieselbe Stelle. Ja, hier wird auch gelb angezeigt. Und es war dieselbe Stelle und er steht mitten auf der Strecke. Eieiei. Und da kommt kein Safety Car raus. Uiuiuiui. Kein Safety Car hier. Mitten auf der Strecke steht er. Und das einzige, na, nicht das einzige. Da haben wir noch einmal Bullet Dude gegen Verstappen. Und hier die beiden. Fons gegen Neon. Und der steht halt immer noch mitten auf der Strecke. Und es kommt halt kein Safety Car raus. Wow. Also, unglaublich. Also, der steht ja mitten auf der Strecke. Da muss ein Safety Car kommen. Tut mir leid. Code Masters. Da muss ein Safety Car raus. Und Neon kommt hier ran an Fons. Aber nicht vorbei. Und deswegen gehen wir kurz hier auf Verstappen. Der hier den Angriff startet über die Außenbahn. An der Schikane. Schafft er jetzt sich in da rein zu lenken? Na, da muss er wieder abbremsen, weil Bullet Dude das clever gemacht hat. Clever verteidigt. Schön beim Rausbeschleunigen eigentlich behindert. Also behindert ja nicht in dem Sinne, sondern ihn daran gehindert, richtig rauszubeschleunigen. Clever gemacht, die Kurve gefahren. Sehr schön verteidigt. Und es waren erlaubte Mittel. Wie gesagt, das kann man schon so machen. Und Calimero jetzt an der Box. Nach 3-4 Runden mit den Softs. Und hier kommen keine Angriffe von Neon. Also er kommt ja nicht richtig ran. Und Fons mittlerweile jetzt auch an Schwarz-Gelb dran. Kommt hier natürlich die lange Gerade. Das heißt für Neon, er wird nicht wirklich näher rankommen an Fons, denn der hat genauso den Flügel offen wie der Neon. Und Verstappen ist jetzt dran. Verstappen jetzt dran. Kann sich jetzt hier ransaugen. Versucht das wieder über die Außenbahn. Jetzt scheint er aber mehr Topspeed mitzunehmen und ist vorbei. Jetzt ist er vorbei. Pave hat die Session verlassen. Ja, den Fuß kann ich verstehen. Ah, bitteres Ausscheiden auf jeden Fall. So. Verstappen an Bullet Dude vorbei. Damit Verstappen auf 8, Bullet Dude auf 9. Bleibt jetzt aber dran, natürlich. Und versucht jetzt hier über die Innenbahn. Er hat natürlich den kaputten Flügel noch. Das darf man nicht vergessen. Wird ihm auch nochmal Zeit kosten beim Boxenstopp. Entschuldigung. Und Neon. Sie haben Fons weiter dran. Und Fons musste doch wieder ein bisschen abreißen lassen. Also es ist auch schwierig jetzt hier im 19er Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann halt nicht die ganze Zeit auf Fett fahren, da wird der Motor zu heiß. Das heißt, man für die Topspeed auf den langen Geraden. Und das ERS ist halt auch nicht ewig. Das geht hier schon schneller als im 18er Teil. Und Neon jetzt, das dürfte noch zu weit weg sein. Das ist, glaube ich, noch zu weit weg. Und Bluetooth muss jetzt gegenüber Verstappen abreißen lassen. Hatte da vielleicht auch einen Fehler drin. Das heißt hier, wir haben nur noch Neon gegen Force. Die beiden sind aber an Schwarz-Gelb dran. Und der ist auch eigentlich an Black Panther dran. Also viel ist da nicht dazwischen. Während Marvin 3,5 Sekunden Vorsprung auf Nico hat. Und Nico 3,3 auf Black Panther. Ist das da vorne schon recht klar bis hierher in der 9. Runde. Fast in der 10. Müssen wir abwarten. Ja, Timmy, leider. So ist das manchmal. Also, wie gesagt, einfach Kopf hoch, weitermachen. Ich denke, im nächsten Rennen wird schon besser laufen als hier. Manchmal ist das so. Da will man vielleicht auch zu viel, gerade auch im ersten Rennen. Und Nico jetzt mit der Zeitstrafe. Also, wie gesagt, die werden am Ende noch einiges machen. 3,8 Sekunden hat Nico mittlerweile rausgefahren auf Black Panther. Also, die beiden da vorne
Stark unterwegs. So. Kann Nico hier auch seinen Flügel aufmachen? Nein, er war leider nicht im Fenster drin. Da ist nur der gute Neon. Der hier die Flügel aufmacht. Und gegen Force kämpft. Der hier... Ja, verzweifelt würde ich jetzt nicht sagen, aber... Er versucht hier halt irgendwie in das DRS-Fenster von Schwarz-Gelb zu kommen, damit er natürlich selber auch vielleicht ein paar Ressourcen sparen kann durch das DRS. Denn mit Flügel auf kann man natürlich vielleicht eine Stufe niedriger im ERS oder im Sprintmodus fahren. Und trotzdem den gleichen Speed haben. Und von 16 Fahrern haben wir nach 10 Runden nur noch 13, die dabei sind. So, hier in der letzten Passage kann Force sich immer von dem guten Neon absetzen. Jetzt kommt die Passage, wo Neon meist rankommt. Aber Force hat sich jetzt ins DRS-Fenster gearbeitet von Schwarz-Gelb. Und sich fast aus Neon raus befreit da. Das wird jetzt spannend auf jeden Fall. Hat er jetzt wieder ein bisschen hochgeschaltet. Das ist auf jeden Fall noch viel zu weit weg, um da einen richtigen Angriff zu starten. Aber er kommt jetzt halt ran. Während Neon, glaube ich, die Flügel... Doch, er durfte die aufmachen. Sei es so, als wenn das nicht durfte. Und jetzt war Force da ganz dicht dran an Schwarz-Gelb. Schlechter kann es nicht mehr werden. Nee, das stimmt. Wie gesagt, einfach weitermachen. Mund abwischen, weitermachen. Das war dein erstes Rennen jetzt. Warst wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen nervös, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, im ersten Rennen ist man dann doch mal übermotivierter als sonst. Dass man es vielleicht in anderen Ligen, wo man schon ein bisschen länger fährt, ist. Deshalb, So, und die drei hier, das schwankt immer. Mittlerweile sind sie fast alle eine Sekunde auseinander da. Von Black Panther bis zu Neon. Ich denke auch, dass keiner mehr gerade den Flügel aufmachen darf. Auf Neon, der wahrscheinlich hier sich wieder reingearbeitet hat. Und Schwarz-Gelb eventuell bald bei Black Panther im Fenster ist. So, Neon darf ihn aufmachen. Und Verstappen. Kommt er da gerade wieder ran an Totti? So, Bullet Dude jetzt an der Box, holt sich die Harten nach in der 12. Runde. Könnte jetzt durchfahren. 22 Runden müsste er dafür überstehen mit den Harten. Das geht. Und da haben wir jetzt auch die beiden Teamkollegen hintereinander. Bullet Dude und Freshdachs. Und dahinter kommt schon Pizzawolf. Für den schwieriger sein dürfte durchzufahren. So, Schwarz-Gelb jetzt an seinen Teamkollegen da dran. Verstappen kriegt jetzt eine Zeitstrafe. So, und Force ist in die Box gefahren. 13. Runde. Der erste, der da vorne stoppt. Das heißt, Neon hat jetzt erstmal freie Fahrt. Der Stax natürlich jetzt hier mit alten Reifen gegenüber den neuen Harten von Bullet schon im Nachteil. Obwohl ihre Reifen schneller sind, aber es ist schon ein Nachteil, da ihre Reifen schon sehr alt sind. Force wird hier als Achter wieder rauskommen, ja. Auf die harten Gang könnte auch durchfahren. Natürlich gespannt, wann die vorne hier reinfahren. So, Marvin 4 Sekunden Vorsprung auf Nico. Nico 5,5 Sekunden auf Black Panther. Bei den Teamkollegen hier hintereinander bin ich auch gespannt, wer den Vorzug erhält, als erstes in die Box zu fahren. Denn weit genug, um hier einen Doppelstint abzuliefern, sind sie leider nicht auseinander. Ah, seit 2 Wochen weg habe. Okay, ja. Da kann es natürlich auch jetzt ein bisschen gelegen haben. Es ist schon ein bisschen was anderes. Und ich sehe gerade auch hier Pizza Wolf an Freshdachs dran. Versucht jetzt über die Innenbahn vorbeizuziehen. Schafft das auch. Ganz klar vorbei an Freshdachs. Damit Pizza Wolf jetzt auf 10, Freshdachs auf 11. Und Nico ist an die Box gefahren. Nico an der Box. Der wird sich auch die Harten holen, ja. Die Frage ist, wo kommt er raus? Der Totti
geht jetzt auch an die Box. Verstappen direkt dahinter, fährt weiter. Das heißt, Nico wird hier auf 5 rauskommen. Und die beiden Mercedes, der McLaren, der Ferrari da vorne, sind noch draußen. Also wie Verstappen hier vorne. Der jetzt auch langsam von Fonds Besuch bekommt. Die beiden Mercedes sind hier nah beieinander. So, wir schauen mal kurz auf Marvin. Ob der jetzt an die Box fährt hier. Zwei Runden nach seinem Teamkollegen. Und Pave hat sich gemeldet. Oh Mann, ich hoffe, mir holt noch was raus. Forza Ferrari. Ja, es könnte sein. Und wir sehen, Marvin geht noch nicht an die Box. Wie sieht es hier bei den Mercedesen aus? Da ist der Schwarz-Gelb. Er ist erstes in die Box gefahren. Der hat hier den Vorzug erhalten, als erstes reinfahren zu dürfen. Leon ist auch drin. Wo ist Nico? Nico kommt jetzt schon hier in die Ecke geflogen. Verstappen fährt jetzt auch an die Box. Leon übrigens auch an der Box. Schwarz-Gelb an der Box. Verstappen an der Box. So. Fonz holt sie sich Neon. Und auch Schwarz-Gelb. Das ist ein gelungener Undercut hier von Fonz. Hat sich hier zwei Plätze geschnappt. Obwohl eigentlich mehr einen, denn er war ja schon vor Neon. Aber hat sich auch den Schwarz-Gelb geschnappt. So, Verstappen jetzt an der Box. Sich da die Harten geholt. Oder war immer noch in der Box. Wie gesagt, Fonz hier mit dem Undercut hat er sich davor Schwarz-Gelb geschoben. Ist somit jetzt gerade Vierter und die beiden vorne müssten noch rein. Es sollte aber für Marvin definitiv reichen. Für Black Panther könnte es ein bisschen enger werden. So, Marvin jetzt an der Box. Fährt Black Panther jetzt auch rein? Black Panther fährt jetzt auch rein. So, jetzt bin ich gespannt. Wo ist Nico? Nico ist jetzt hier im Motodrom. Marvin wechselt jetzt die Reifen. Kann jetzt wieder losfahren. Nico biegt jetzt auf die Startziel ein. Wann kann Marvin Gas geben? Marvin kann jetzt wieder Gas geben. Und Nico wird auf jeden Fall Black Panther schnappen, ja. Aber den Marvin nicht. Und Fonz kommt jetzt über die Linie hier. Und jetzt kann Black Panther Gas geben. Wo kommt Fonz? Der kommt jetzt hier angeflogen. Na, es reicht leider nicht. Es reicht nicht, hier um gleich die Attacke zu setzen. Ist jetzt aber ganz dicht dran an Black Panther. Bisher schwarzer Tag für Ferrari. Neon nur auf 6. McLaren und Mercedes hier dominieren gerade mit dem Haas-Fahrer Nico. Und jetzt versucht Fonz hier über die Außenbahn vorbeizukommen. Kann jetzt besser rausbeschleunigen. Ja, Kanna ist jetzt vorne. Muss er aufpassen oder beide müssen aufpassen. Genug Platz gelassen haben sie sich. Jetzt versucht Black Panther da über die Innenbahn zu kommen. Schafft es nicht. Fonz bleibt vorne, kann da besser rausbeschleunigen wieder. Hat da mehr Schwung gehabt. So, jetzt kommt die nächste Attacke hier. Ja. Black Panther ist da ganz dicht dran. Schnuppert richtig am Getriebe hier vom Fonz. Da gab es einen leichten Verbremser vom Fonz. Oh, jetzt aufpassen, Black Panther. Da war ein bisschen der Incurve. Im Spiel hat es aber gut gemacht und jetzt muss er aufpassen, dass er hier dem Fonz hier irgendwie hinten reinfährt. Das ist immer das Gefährlichste, wenn man so dicht an jemanden ranfährt und Calimero hat sich da gerade gedreht, habe ich gerade gesehen. Eieiei. Für den läuft es ja auch nicht. Ohne Setup schon schwierig. So, Fonz damit auf 3. Das heißt, McLaren hier mit 1 und 3 zurzeit. 1,5 Sekunden für Marvin Vorsprung, 9 Sekunden für Nico auf Fonz Vorsprung. Und hier geht's richtig ab gerade. Die beiden McLaren, die beiden Mercedes jagen hier den McLaren durch Deutschland und Verstappen ist raus. Oh, da stehen sie. Ui. Calimero und Verstappen stehen da. Uiuiui. Uiuiuiuiuiui. Ob es da nicht eventuell eine Berührung zwischen den beiden gab, dass es so geendet ist. Ich weiß es nicht, ich hatte es nicht drauf. So, Black Panther jagt hier mit seinem Teamkollegen immer noch den Fonz. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es ist jetzt hier auch eine Sache von
Taktik, hier sein Benzin und ERS richtig zu managen. So, Marvin mit der neuen schnellsten Runde. 1:14.763. Das heißt, er würde sogar jetzt zurzeit noch den Extrapunkt bekommen. Und Freshtags, wenn sie gleich Verstappen überholt, ist sie Elfter. Das heißt, sie ist ganz nah dran an Punkten. Muss man einfach mal so sagen. Würde hier noch jemand ausscheiden, hätte sie einen. So, und jetzt Black Panther hier mit dem Überschuss an Geschwindigkeit vorbei an Fons. Holt sich den dritten Platz wieder zurück. Und da hinten kommt auch schon langsam Neon ran, der hier profitieren kann von diesem Dreikampf. Und jetzt kommt Fons wieder mit der Attacke über die Innenbahn. Und Schwarz-Gelb kommt da auch noch. Zieht aber nochmal zurück. So, Fons jetzt über die Innenbahn. Lässt ihm da genügend Platz. Black Panther wieder vorbei. Fons auf der Innenbahn. Und dann lässt ihm Black Panther sehr viel Platz. So, jetzt beide wieder hier an der gleichen Stelle. Aber diesmal kann Black Panther sich vor Fons schieben. Und bleibt jetzt hier vor Fons. Sehr starker Zweikampf hier. Im mittleren zweiten Sektor zum... eigentlich mehr zum Ende vom zweiten Sektor. Ganz starker Kampf hier. Sehr schön anzusehen. Beide haben sich gut Platz gelassen. Kann man nicht anders sagen. Das war ein klasse Zweikampf. Mit sehr viel Respekt dem anderen gegenüber. Sehr viel Platz. Und so wollen wir es sehen. Ui, da kommt jetzt Fons sehr weit raus. Ich muss natürlich aufpassen, dass hier Schwarz-Gelb da nicht immer profitierte von sowas. Und Neon kommt langsam, aber sicher ran. Nico mittlerweile 2,5 Sekunden von Marvin entfernt. So, Fons jetzt wieder vorbei an Black Panther, aber Black Panther hat jetzt die Innenbahn. Und Fons versucht jetzt wieder über außen. Kann er hier besser rausbeschleunigen? Er kann besser rausbeschleunigen. Setzt sich hier wieder vor Black Panther. Eieiei, also das kann hier noch richtig spannend werden. Um Platz 3 hier zwischen den dreien, vielleicht sogar 4, wenn Neon sich da noch einschalten kann. Vorne vielleicht nicht ganz so spannend. Marvin fährt da ja sein Rennen, genauso wie Nico. Die haben genügend Vorsprung hier auf die 3, vielleicht beziehungsweise bald 4. So ein Domi jetzt nach 17 Runden mit den Mediums in der Box. Wird sich jetzt wahrscheinlich die Harten abholen. Nochmal Mediums fahren. Ah, der ist mit Software gestartet. Ah, der könnte natürlich, klar, mit zweimal Mediums geht das natürlich klar. Und Black Panther. Ah, jetzt kommt da natürlich der Domi gerade raus. Das ist natürlich jetzt ganz blöd. Blöde Situation so. Und Black Panther geht jetzt hier wieder vorbei an Fons. Und Neon ist jetzt auch langsam dran. An dem Gespann hier. So, jetzt kommt wieder die Gegenattacke von Fons. Da ist der Flügel auf und da sollen sie sehr, sehr schnell ran. Also, uiuiui. Ist jetzt wieder vorbei an Black Panther. Also, die tauschen hier Runde für Runde die Plätze durch. Die beiden. Während Schwarz-Gelb sich das gemütlich von hinten anguckt. Und nicht wirklich Anstalt macht, da mal vielleicht mit anzugreifen. Es wäre natürlich mal schön. Entschuldigung. Wäre natürlich mal schön anzusehen, wenn die drei, beziehungsweise bald vier jetzt, mit Neon, der jetzt da rangekommen ist, mal so richtig schön zu dritt nebeneinander oder so in diese Haarnadel reinfahren. Da möchte ich mal sehen, was passiert. Uiuiui, also bei denen kann ich mir sogar vorstellen, dass das alles glatt geht. Die fahren hier ein sehr sauberes Rennen. Sehr faire Zweikämpfe. Wow, also sowas hat man lange nicht gesehen. Die beiden tauschen hier munter die Plätze durch. Runde für Runde. Es wird natürlich auch schwer, hier richtig zu sparen, was ERS und Benzin vielleicht angeht. So, und jetzt kommt wieder die Attacke von Black Panther. Nein, da zieht er diesmal zurück. Jetzt will er das an der langen Geraden wahrscheinlich versuchen. Ist da jetzt auch sehr, sehr dicht dran. Ah, da hat Fons einen kleinen Schlenker drin gehabt. Das ist ein bisschen schlecht rausgekommen. So, jetzt kann Black Panther den Flügel aufmachen. Jetzt nochmal kurz dahinter setzen, ein bisschen ransaugen. Ja, jetzt kommt der Geschwindigkeitsüberschuss zum Vorschein. Und setzt sich vorbei hier an. Und da wollte Schwarz-Gelb sich auch mal kurz zeigen. So, jetzt kann Black Panther hier auch besser rausbeschleunigen. Bleibt er erstmal vor Fons. Und jetzt wieder Fons vorbei. Da verbremst er sich. Da verbremst er sich und verliert gleich den weiteren Platz. Ist auf P5 zurückgefallen. Und jetzt kommt der Neon von hinten noch.
da angefahren ist, muss Fonz sich versuchen wieder zu fangen und da wieder vorne reinzufahren. Also hat er jetzt gerade eine gute Position aufgegeben, indem er da versucht hat reinzustechen und sich total verbremst hat. Und jetzt haben wir das alte Spiel Fonz gegen Neon, was wir in den ersten Runden schon erleben durften, hier vor dem Boxenstopp. Während Fonz jetzt natürlich wieder durch die bisschen dreckigen Reifen dann auch ein bisschen an Zeit verloren hat, aber sich da wieder rankämpfen kann. Jetzt wieder im Sekundenfenster ist hier von Schwarz-Gelb. Und die beiden Mercedes hier mit einer richtig starken Leistung bisher in Runde 22. Auf P3 und 4. Und jetzt hat der Schwarz-Gelb mal ein bisschen angeklopft hier bei seinem Teamkollegen. Und das ist hier das Vierergespann, was hier bis zum Schluss wahrscheinlich noch für Spannung sorgen wird. Und Marvin ist gerade mit der Zeitstrafe. Ich weiß halt nicht, ob Nico schon eine hat. Und da kommt Fonz wieder sehr weit raus. Also der scheint jetzt gerade irgendwie Probleme zu haben. Vielleicht will er zu viel. Oder seine Reifen sind schon eingebrochen, was ich jetzt eigentlich nicht glaube, denn sind die harten, die sollten eigentlich noch ein bisschen halten. Und da gab es wieder den Verbremser von Fonz. Eieiei, bitter, bitter. Oh, jetzt aufpassen hier. Da konnte der Neon vorbeiziehen. Das heißt, die beiden sind jetzt auf jeden Fall aus dem Fenster raus, da von den beiden Mercedes-Fahrern. Das heißt, die beiden kämpfen jetzt hier gerade um eine Position, um Position 5 und die beiden Mercedes-Fahrer um Position 3. Da bin ich natürlich gespannt, ob der Swap noch kommt, denn ich glaube, Schwarz-Gelb steht zurzeit besser da in der Fahrerwertung, aber ich denke nicht, dass es jetzt zu dem frühen Zeitpunkt da irgendwie von wegen so, ja, hier nimm die Position. Und Fonz hat hier gerade Neon angegriffen und erfolgreich den Platz sich geholt, während ich gerade über die beiden Mercedes-Fahrer geschwafelt habe. Hat sich Fonz wieder den fünften geholt und vorbei an Neon geschoben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass bei Mercedes da jetzt schon irgendwie eine Team- oder eine Stallorder gibt. Die werden ihr Rennen einfach fahren, so gut wie jeder kann. Und sich wahrscheinlich bei Angriffen absprechen und sagen, hey, ich komme jetzt. Pass auf. Und guten Abend aus Österreich, Gruß von Vettel. Schreibt der PEC-VTK alias Vettel. Ja, moin, moin, Grüße gehen raus. Schön, dass du auch eingeschaltet hast, trotz dass du in Österreich bist. Im wohlverdienten Urlaub, denke ich mal. Und Bulletude war da kurzzeitig mal im Fenster von Totti. Ist jetzt wieder da im Fenster so. Und Schwarz-Gelb könnte jetzt den Angriff starten. Also er ist eigentlich nah genug dran, um hier wirklich den Angriff zu starten. Flügel geht jetzt auf. Jetzt saugt er sich ran. Ja, jetzt macht er es auch. Ja, jetzt zieht er auch vorbei. Und, ui, da gab es eine kleine Berührung hier zwischen den beiden Mercedes-Fahrern. Sag mal, sind die nicht in einer Party? Uiuiui, also so krass muss man denn doch nicht verteidigen als Teammates. Verteidigen, ja, aber nicht unbedingt so krass, was Black Panther da jetzt vielleicht gerade gemacht hat. Also hätte er vielleicht nicht unbedingt so weit rüberziehen müssen. Aber es ist alles gut gegangen. Da gab es eine kleine Berührung, aber ich denke, die war nicht weiter wild. Und Fonz jetzt mit einer Zeitstrafe. Ja, wie gesagt, die werden am Ende hier noch ein bisschen was durcheinander wegen den Zeitstrafen. Der eine oder andere wird vielleicht noch seine Position verlieren, die er sich vielleicht hart erkämpft hat. Und Black Panther jetzt hier vielleicht mit dem Konter. Und die beiden Mercedes-Fahrer gefallen mir hier beim Heimrennen sehr, sehr gut. Auf 3 und 4 hier zurzeit unterwegs. Gutes Teamergebnis auf jeden Fall bisher. Und Flagge im Sektor 3. Ist das richtig? Wer ist denn in Sektor 3? Kommt der Marvin jetzt vorbei? Und Schwarz-Gelb und Panther haben da gerade wieder die Plätze getauscht. Jetzt kommt wieder der Angriff von Schwarz-Gelb. Nein, kommt er nicht. Da haben die beiden Mercedes-Fahrer wieder die Plätze getauscht. Mit Panther jetzt auf 3 wieder und Schwarz-Gelb auf 4. Während die beiden hier
mit demselben Abstand eigentlich die ganze Zeit weiterfahren. So, Pizza Wolf ist jetzt am Bullet Dude vorbei, weil der in der Box war. Und sich nochmal die Mediums geholt hat. Für die letzten Runden hier. So, vorne sollte, sofern die beiden da keine Fehler machen, eigentlich alles klar sein. Marvin zurzeit auf 1, Nico auf 2. Dann die beiden Mercedes-Fahrer, Black Panther und Schwarz-Gelb, die sich hier doch ein bisschen abwechseln, was hier der dritte Platz betrifft. Und Force kann sich da wieder ranarbeiten. Das heißt, es wird jetzt hier wieder fast ein Vierer gespannt für die vielleicht letzten Runden. Doch wieder. Aber ja, das wird interessant. So ein Bullet Dude ist hier aber auch hinten an Pizzawolf dran. Das wollen wir natürlich auch nicht verpassen. Geht hier um Platz 8. Und wir kurz gucken vorne. Schwarz-Gelb. Kommen jetzt natürlich auch auf die lange Gerade zu. Da schauen wir natürlich mal kurz drauf, wenn wir den Abstand hier von Bullet Dude und Pizzawolf beobachten. Ja, die sind schon wieder vorbei, ja. Die fahren jetzt schon Richtung Motodrom. Das heißt, schauen wir mal, was hier der Bullet Dude macht gegenüber dem Pizzawolf im Red Bull. Also Force India wird es, glaube ich, noch freuen. Beide Autos noch drin, ne? Kommt hier die Attacke von Bullet Dude? Nein, das reicht noch nicht. So, Neon hier an. Force dran, Schwarz-Gelb an. Black Panther immer noch dran. Aber hier hinten haben wir halt Bullet Dude gegen Pizzawolf. Wo Bullet Dude jetzt das DRS offen hat. Und hier die Attacke über die Innenbahn startet. Ja, ist vorbei an Pizzawolf. Hat sich jetzt P8 geholt. So, jetzt muss Pizzawolf gucken, dass er vielleicht dran bleibt und wieder zurückholt. Schwarz-Gelb jetzt mit der 3 Sekunden Zeitstrafe. Eieiei. Ah, da ist er zu weit weg. Jetzt kommt Neon vielleicht mit der Attacke gegenüber Force. Ist auf jeden Fall recht nah dran. Das könnte reichen, um hier die Attacke zu starten. Force darf keinen Flügel aufmachen. Mit dem Geschwindigkeitsüberschuss könnte es reichen jetzt. Ah, nee, doch nicht ganz. Hat ein bisschen was gefehlt. Hier vorne beiden Mercedes-Fahrer. Selber Abstand. Black Panther vor Schwarz-Gelb. Da konnte sich Schwarz-Gelb kurzzeitig mal vor Black Panther setzen. Aber hat ihn dann wieder abgegeben, den dritten Platz, an Black Panther. Neon. Bleibt hier aber auch weiter an Force dran. Also könnte es sich für Neon auf jeden Fall auszahlen. Schwarz-Gelb hat schon eine Zeitstrafe, genauso wie Force. Es könnte sich für ihn auszahlen, falls er selber keine hat. Dass er da noch vorrutscht auf 4. Bin ich sogar vielleicht auf 3, falls Black Panther einen hat. Ich weiß es halt nicht genau. So, und Pizzawolf bleibt hier aber dran an Bullet Dude erstmal. Kann aber auch nicht vorbei. Was macht Schwarz-Gelb? Was macht Neon? Die beiden wollen hier auf jeden Fall jeweils noch den einen Platz gut machen. Mindestens. Schaffen es aber zurzeit einfach nicht, da an den Vordermann ran oder vorbeizukommen. Und für Neon wird es jetzt wohl wieder nicht reichen, die Attacke zu starten. Ne, das reicht immer noch nicht. Aber wird jetzt auf jeden Fall nochmal spannend hier die letzten 6 Runden. Und wir haben von 16 Fahrern nur noch 11 dabei. Bei Runde 29. Ja, das sind nochmal kurz kleine Unterbrechung drin hatte. Und Husti, ja, es ist echt gutes Racing hier. Wie gesagt, das ist schon richtig hohes Niveau hier. Kann einfach mal so sagen. So, und Schwarz-Gelb hat hier ein bisschen den Anschluss an seinen Teamkollegen verloren. Klar, seine Reifen sind eine Runde älter, aber es wundert mich dann doch, dass er vielleicht nicht ganz folgen kann. So, Force jetzt wieder mit einer Zeitstrafe. Ah, das wird ihn auf jeden Fall am Ende den 5. auf jeden Fall kosten. Da gehe ich jetzt stark von aus. War hier richtig gut unterwegs. Kampf um P3 sogar. Jetzt auch noch die Zeitstrafen. Ah, der Ausrutscher oder die Ausrutscher, denn die Zeitstrafen. Wird schwierig für den guten Force hier, den 5. zu verteidigen nach der Zielüberfahrt. Und wir schauen einfach mal kurz auf Marvin, denn wir schauen natürlich weiterhin auf
den Abstand. Aber wir gönnen Marvin natürlich auch mal ein bisschen Screentime hier. Der momentan führende hier in Deutschland mit 7, ja, knapp 3 Sekunden Vorsprung auf Nico auf P2. Fährt hier ein solides Rennen seit dem Start. Und ja, fährt hier mehr und mehr Zeit raus. Nico jetzt auch wieder nochmal eine Zeitstrafe. Fährt hier immer Stück für Stück weiter Zeit raus, kann das Ganze kontrollieren und fährt es wahrscheinlich auch kontrolliert ab hier. Und Nico auf P2 ebenso, also nach vorne geht irgendwie nicht wirklich viel. Der muss anerkennen, dass Marvin da einfach schneller ist. Hat er auch schon im Qualifying gezeigt. Aber nach hinten kann er sich halt auch absetzen da von Black Panther. 14,5 Sekunden. Gut, der kommt jetzt vielleicht ein bisschen ran, aber das sind immer die Spiele mit dem Benzin und dem ERS. Und jetzt kommt hier der Takt von Schwarz-Gelb über die Außenbahn. Jetzt will er sich innen reinlenken, kann er nicht. Reicht nicht. So, Neon reicht auch nicht gegen Force. Und ja, warum wir die beiden Duelle hier die ganze Zeit zeigen, es gibt leider gerade keine anderen. Die anderen sind einfach alle zu weit weg. Aber die Duelle sind auch spannend genug. Denn wie gesagt, jederzeit kann er wieder nachher kommen und da war Force wieder sehr weit draußen. Also Force heute sehr oft neben der Strecke auch mal unterwegs hier. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eventuell an den Reifen liegt oder an seinem Setup doch. Oder ob er einfach ja dann zu viel will in dem Moment auch. Und Black Panther jetzt mit der Zeitstrafe. Also das wird, wenn Neon keine Zeitstrafe hat oder haben sollte, könnte Neon hier der große Gewinner sein und sich P3 schnappen. Also das wäre ja der Hammer, wenn Neon hier wirklich keine Zeitstrafen hat, denn alle vor ihm haben auf jeden Fall welche. Neon jetzt hier, jetzt könnte es passen. Jetzt könnte die Attacke kommen über die Innenbahn. Na, zieht er doch wieder zu. Ja, nichts riskieren, wenn man weiß, man hat selber vielleicht keine Zeitstrafen. Und die vor einem haben Zeitstrafen, was er bestimmt auch mal zwischendurch vielleicht mitbekommen haben könnte, muss man nicht unbedingt an jemanden vorbei. Also er ist nah dran an Fons, er weiß, Fons hat, er weiß hundertprozentig, dass Fons eine Zeitstrafe hat. Mindestens eine. Und ja, kann darauf hoffen, dass die davor vielleicht auch Zeitstrafen haben. Und somit da auf jeden Fall zufällig wieder nach vorne rutschen würde, wenn er einfach nur dran bleibt. Und eventuell hat er sogar vielleicht von Pave ein paar Hinweise bekommen. Über den Stream vielleicht sogar. Oder selber, wo Pave noch drin war, aber er war halt nicht lang genug drin. Pave ist ja schon raus. Das heißt, er müsste, könnte vielleicht über den Stream jetzt hier Informationen deswegen bekommen haben, was die Strafen auch angeht. Und braucht jetzt hier, wie gesagt, einfach nur dranbleiben. Wenn das der Fall ist, Informationsquelle bei Ferrari läuft. Jetzt muss Neon da ein bisschen abreißen lassen. Hat wahrscheinlich ein bisschen runtergestellt. Und ui, da kommt der Force sehr nah dran hier an den Schwarz-Gelb. Und es ist noch nicht vorbei hier im Kampf um Platz 3. Force hat sich wieder eingeschaltet. Zumindest was die Zielüberfahrt angeht. Danach kommen noch die Zeitstrafen. Und Marvin mittlerweile 9 Sekunden Vorsprung auf Nico. Bei 3 Runden noch zu gehen. 2. Und Marvin jetzt mit der Zeitstrafe. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel der schon hat. Nico hat auf jeden Fall auch eine mindestens. Aber Marvin hat mindestens schon 2. Schauen wir mal in der Endabrechnung. 2 Runden haben wir noch, dann müssen wir mehr. Entschuldigung, musste gerade was hinken. Ich muss hier gerade so viel erzählen. Eieiei, das ist ja mega spannend hier auf jeden Fall wieder. Auch wenn es hier nicht gerade um P1 oder P2 oder so geht. Aber es geht hier um P3. Und 4 Fahrer können hier gerade bis zum Schluss einfach noch diesen verdammten dritten Platz kriegen. Auf dem Wege der Strecke. Ja, unglaublich. Also bin gespannt, wer hier als Dritter über die Linie fährt. Und da kommt die Attacke von Schwarz-Gelb über die Innenbahn. Gegenüber seinem Teamkollegen Black Panther. Kann jetzt hier vielleicht besser rausbeschleunigen. Ist auf jeden Fall noch neben ihm, der gute Black Panther, aber Schwarz-Gelb kann sich durchsetzen hier.
Anderthalb Runden vor Schluss und da gibt es die Berührung zwischen den beiden. Ei. Da gab es die Berührung zwischen Black Panther und Schwarz-Gelb. Da ist Black Panther ein bisschen zu spät, glaube ich, auf der Bremse gewesen. Force hier wieder auf Abwägen. Sieht man heute sehr häufig. Leider. Und da hat er wieder gekannt. Also der muss auch aufpassen hier mit den Strafen. Neon musste da schon ein bisschen abreißen lassen. Lässt jetzt hier vielleicht sogar ein bisschen gemütlicher gehen, das Ganze. Wie gesagt, die Zeitstrafen. Könnte er vielleicht Informationen gekriegt haben. So. Und Pizzawolf jetzt hier mit einer 1.13.504. Ist hier gerade auf den 9 unterwegs. Holt sich somit den Acer-Punkt. Nicht nur 2, sondern dann 3 Punkte. So, und Black Panther hier wieder gegen seinen Teamkollegen Schwarz-Gelb. Bin ich gespannt. Da kommt hundertprozentig jetzt hier in der letzten Runde wieder die Attacke. Das heißt, wir bleiben hier kurz drauf bis zum Ende. Und dann schauen wir natürlich auf Marvin. Und jetzt kommt die Attacke von Black Panther. Und ist vorbei an Schwarz-Gelb. Und Force, na, bleibt dahinter, genauso wie Neon. Das heißt, wir gehen hier kurz auf Marvin, der jetzt hier im Motodrom ist. Und den großen Preis von Deutschland. Das dritte Rennen der UFL gewinnen wird. Entschuldigung. Alter, was ist denn jetzt los? Und auf jeden Fall, glaube ich, die Fahrerwertung jetzt anführen wird. Es ist sein zweites Rennen, was er gewinnt. Letzte Woche in Mexiko leider ausgeschieden. Das erste Auftaktrennen gewonnen. Deutschland gewonnen. Nico zweiter. Black Panther wird als Dritter über die Linie fahren. Die Frage ist, ob er am Ende auch Dritter bleibt. Zeitstrafen incoming. Fährt jetzt hier auf jeden Fall als Dritter über die Linie. Jetzt bin ich gespannt. Schwarz-Gelb Vierter, Force Fünfter und Neon ist Dritter. Unglaublich. Ich habe es ja geahnt. Ich habe es geahnt, dass Neon sich hier den dritten Platz schnappen wird, weil Black Panther, Schwarz-Gelb und Force einfach zu viele Strafen einfahren. Das heißt, Tag für Ferrari ein bisschen gerettet. Und Mercedes, großer Verlierer hier, auf 3 und 4 gewesen, muss den dritten abgeben. Das Podium an Ferrari. Eieiei. So, Totti wird hier auf 7 über die Linie fahren. Bullet Dude dann als 8er. Pizzawolf 9er, Domi 10er, Freshtags 11er wird hier leider leer ausgehen, aber hat das Rennen beendet. Muss man ja auch einfach mal sagen. Und der Pizzawolf wird sich den extra Punkt der schnellsten Runde hier schnappen. Das heißt, er kriegt anstatt 2 3 Punkte. Und der echte Pave schreibt: Yes, Neon, Forza Ferrari. Hat auf jeden Fall ein bisschen was gerettet. Ich denke, du hättest da auch vorne irgendwo mitgemischt. Hat hier ein bisschen den Ferrari, hat Mercedes die Party versaut. Und deshalb kümmern wir uns natürlich jetzt auch um die Top 3. Während wir hier die Siegerehrung sehen, laden wir natürlich gleich den Neon hier ein in die gute Party. Und schauen mal, was er so zu erzählen hat. Denn das Qualifying lief ja auch nicht unbedingt so gut bei ihm. Muss man ja einfach mal so sagen. Und irgendwie lädt bei mir gerade das... nee, das wollte ich gar nicht. Wieso zeigt ihr mir nicht die letzten Spiele an? Doch jetzt. Okay. So, der gute Neon. Wo haben wir ihn denn? Da ist er doch. Und Rusty schreibt, get in der Marvin. Ja, war beeindruckend auf jeden Fall die Leistung hier von dem guten Marvin. Und ich hoffe, da der gute Neon hier in the party kommt and a little bit about the race and the qualifying. Ja, kein Plan, wie ich jetzt die Überleitung dazu finde. Toxic schreibt souverän. Na, das war auf jeden Fall souverän. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Neon hier erscheint. Ich werde ihn jetzt nochmal einladen. Ansonsten springe ich natürlich auf Nico um.
wer jetzt weiter gewonnen ist. Okay, er hat ein Headset-Problem. Er denkt nicht, dass er in der Party reden kann. Ja, schade eigentlich. Ich gerne ein bisschen ausgequetscht. Okay, jetzt ist er doch da. Vielleicht hört man ihn ja. Ich musste erst mal realisieren, dass ich eine Einladung hatte. Ah, man hört dich sogar. Einmal bitte dein Audio in der Party mit einbeziehen. Ist schon gemacht. Schon gemacht? Okay, dann sollte man dich ja hören. Dann erstmal Glückwunsch zum dritten Platz. War ja danke. Mit ein bisschen Glück verbunden, da die anderen Zeitstrafen hatten. Aber kommen wir erstmal zum Qualifying, was ja für dich persönlich wahrscheinlich nicht so gut gelaufen ist. Also ich glaube, du hast mehr von dir erwartet, oder? Ja, aber die anderen sind natürlich auch schnelle Leute. Ne? Da kann man dann auch schon mal am Ende auf Platz 7 stehen. Ich denke, das ist dann im Endeffekt in Ordnung gewesen. Hätte besser sein können, aber ja. Ja, aber jetzt, wenn man gerade auch den Unterschied zwischen deinem Teamkollegen und dir sieht, ist da ja doch noch ein bisschen was. Ist das streckenabhängig oder ist das vielleicht auch über die Saison so? Ja, das wird über die Saison so sein, da bin ich fest von überzeugt, weil ich meine, Patrick ist halt ein schneller Fahrer und ja. Ja. Ja, denn der Start lief ja relativ glatt für alle so. Also gab es hinten einen Dreher. Dennoch lief es sehr glatt. Muss man ja mal so sagen. Und ja, dann gab es ja schon relativ früh den Kampf mit dir und Fons beim ersten Stint mit dem Mediums noch. Das ist richtig, ne? Ja. Geniale Bilder. Also ich glaube, nachher hatte ich halt, wie gesagt, dann auch nur noch zwei Kämpfe. Zum Schluss mit Mercedes und euch beiden auch denn noch im zweiten Stint. Also, was war denn da los? Also, irgendwie, du kamst auch nicht wirklich immer vorbei. Du musst dann immer die meiste Zeit eigentlich hinterhergefahren. Was war los? Ja, gut, das ist halt auch immer ein bisschen komisch, wenn man die meisten fahren eigentlich relativ gleiche Flügeleinstellung und dann ist halt Überholen halt auch schwer. Selbst und wenn der Vordermann dann auch noch DRS hat, dann ja, ist das halt schwer zu überholen, aber. Ich wusste ja, dass zumindest Fons und Schwarz-Gelb Zeitstrafen hatten. Deshalb habe ich auch gar nicht so richtig versucht zu überholen, sondern einfach nur dran zu bleiben, um dann am Ende zu profitieren. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass du das weißt auf jeden Fall, dass Fons welche hat und vielleicht sogar das Schwarz-Gelb welche hat, wo du mal vor Fons warst, dass du vielleicht auch mal schnell abgefragt hast, ob er da Zeitstrafen hat. Hast du vielleicht sogar noch Informationen von einem Teammate bekommen, der ja leider ausgeschieden ist? Der konnte dir natürlich vielleicht sogar helfen, was Zeitstrafen auch von Black Panther angeht. Nee, Patrick hatte dann, bei denen hat sich das Spiel angeschlossen. Und da ist er dann auch relativ schnell aus der Party abgehauen. Also da hatte ich keine Information. Ah, okay, ja. Ja, aber trotzdem habe ich mir fast schon gedacht zum Ende des Rennens, weil du nicht wirklich versucht hast, noch anzugreifen, dass du dir ziemlich sicher warst, dass die da Zeitstrafen haben, die dich da noch vorbeispielen, auf jeden Fall auf P4. Jetzt ist es am Ende P3 geworden. Missglücktes Wochenende eigentlich schon, doch noch irgendwie ein bisschen gerettet durch den Ausfall da von Pave. Ja, als du es erfahren hast, was hast du da gedacht? Weil du warst ja auch gerade erst auf P6, du musstest ja noch ein bisschen da arbeiten dann. Es ist natürlich immer erstmal so ein What-the-fuck-Moment, wenn dein Teamkollege dann, also gerade Pave, bei dem kennt man das ja, dass er eigentlich nicht in die Wand fährt, aber naja, ich glaube, das kann jedem passieren. Deutschland, also, erste Kurve. Gerade die erste Kurve, ja. Also, hätte jedem passieren können heute. Ist auch einigen passiert heute. Es hat nicht nur Pave dort erwischt. Es war halt, unglücklich, ne? Außenkörb, zu viel Gas wahrscheinlich gegeben, weggerutscht, zack in die Wand. Ich bin gerade drauf gewesen. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel auch gewollt, was ja auch immer sehr gefährlich ist in der ersten Kurve. Und dadurch wahrscheinlich dann auch ausgeschieden. Ja, bitter dann auf jeden Fall. Trotzdem das Wochenende doch noch irgendwie gerettet. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Weißt du, mit was es weitergeht jetzt gerade aus dem Kopf? Russland müsste jetzt nächstes kommen. Ja, dann Russland. Was schätzt du da? Wird wahrscheinlich vielleicht, also
ähnlich laufen wie hier oder denkst du, da wird wieder ein bisschen neu? Keine Ahnung, ich bin nicht da nächsten Freitag, von daher. Ach, du bist gar nicht da. Werden wir das nicht erfahren. Das ist natürlich schade. Da muss Pave natürlich die Ferrari-Ehre retten. Ja. Das, was du heute gemacht hast, musste er dann machen. Ja, schade. Das heißt, wir sehen uns ja erst dann in 2 Wochen oder ja, sehen uns ja erst das ist richtig, Wochen dann. Ja gut. Dann habe ich keine weiteren Fragen so an sich, die ich dir stellen wollen würde gerade. Deswegen würde ich dich wieder entlassen in den Freitagabend. Genieß den Tag noch. Alles klar. Und schönen Abend noch. Bau Pave ein bisschen auf. Aber ich glaube, das braucht er nicht. Nee. Alles klar, ciao. Auch rein. Ah. Das war der Neon. Und ist der Nico? Da ist der Nico. Im Haas. Heute auf P2 gefahren. Ja, man kann schon sagen, ein bisschen chancenlos nach vorne. Also der Marvin hat da heute ein Feuerwerk abgebrannt. Puh. Der hat schon ziemlich schnell alles klar gemacht. Und da ist der Nico. Der hoffentlich sein Audio mit einbezogen hat. Moin moin. Ja, ist an. Sauber, dann erstmal Glückwunsch zum 2. Platz. Ja, danke. Qualifying war recht souverän. Aber Marvin war souveräner. ja, blöder Übergang, nein, aber er hat da schon eine 1-10-8 hingelegt. Also ich habe da schon mit gerechnet, dass er das schaffen wird. Ich habe halt noch gehofft, dass es vielleicht einer von euch schaffen wird. Leider ist es nicht so gelaufen. Ist da irgendwas schief gelaufen oder ging es einfach nur nicht? War einfach so, ja, man kann schon sagen, übermächtig. Ja, also ich glaube, es wäre auch nicht möglich gewesen, 1-10-8 zu fahren. So in dem Bereich 1-11-0, 1-10-9 wäre es vielleicht drin gewesen, hätte ich eine richtig gute Runde erwischt. Aber das hat sich über das ganze Qualifying gezogen, dass da nicht wirklich eine gute Runde mal zusammenkam. Also mehr war nicht wirklich drin. Ja, man hat es ja auch schon, wo ich im Training zugeguckt habe, gesehen. Also da sind auch viele ans Limit gegangen, auch gerade erste Kurve, die dann ja Pave zum Verhängnis wurde, mit dem du ja auch sehr lange da noch gefightet hattest. Also am Anfang war ja eine ziemlich große Gruppe da am Fighten, was Marvin geholfen hat. Hat dich das auch so ein bisschen geärgert, dass du da selber nicht richtig wegkamst, um Marvin zu folgen, dann im Rennen? Ja, ich war glaube schon nach Runde 2 jetzt gerade im Pave vorbei und da war ja Marvin schon 2 Sekunden weg. Also das hätte glaube auch keinen Unterschied gemacht, wäre ich da direkt vorbeigekommen oder hätte Pave wegfahren können. Marvin war heute einfach zu stark, glaube ich, für jeden. Ja, dann hattest du eigentlich ein recht langweiliges Rennen, muss man ja sagen. Vor allen Dingen nach dem ersten Stint dann auf die harten. Ja, nach vorne ging eigentlich nichts. Da ist Marvin relativ souverän weggefahren. Da hinten hast du dir selber einen Vorsprung ausgebaut, dann gegenüber Black Panther, der dann noch auf P3 war. Bei dir sind ja auch immer so die Strafen immer so eine Sache. Möchtest du dich langsam mal dran arbeiten? Also in diesem Rennen hat es dir jetzt halt nicht so viel versaut, sag ich mal, aber es gab schon das ein oder andere Rennen auch letztes Jahr, die dir dann die Platzierung versaut haben. Also du kriegst doch relativ viele Zeitstrafen. Woran liegt's? Na gut, also in Deutschland hat, glaube ich, jeder, ausgenommen von Neon, glaube ich, jeder 3 bis 9 Sekunden. Wenn du da halt mal versuchst, mal ein bisschen zu pushen, dann kann es gut sein, wenn du in der ersten Kurve die nicht erwischt, dann kriegst du direkt 2 Verwarnungen, dann kommt das schnell zusammen. Also halt jetzt genauso weiter wie jetzt und ja. Ja, ich habe gehört, nächste Strecke sollte Russland sein. Ist das richtig? Ja. Russland, ja, ist eigentlich eine schöne Strecke. Also ich persönlich finde sie schön. Wie siehst du das? Also kann man damit hier rechnen oder? Schwierig, also es ist nicht unbedingt eine Strecke, die ich favorisiere. Also mal schauen. Okay. Na, dann schauen wir mal, ne? Wie gesagt, eine Woche, dann ist Russland. Ja, ich habe weiter nichts eigentlich. War relativ ereignislos, dein Rennen, muss man ja leider sagen. Für dich vielleicht doch ganz gut, da du ja, nicht so viel zu tun hattest, aber im Endeffekt doch ereignislos.
P2 eingefahren. Glückwunsch dazu natürlich nochmal. Und würde dir dann noch einen schönen Abend wünschen. Ja, dir auch. Alles klar. Ciao. Ja, wie gesagt, war relativ ereignislos da für den Nico, aber souverän P2 eingefahren, 18 Punkte mitgenommen. Und dann halt, wie gesagt, jetzt in Russland müssen wir schauen, was da passiert. So, da haben wir den Marvin noch, der ein ähnlich ereignisloses Rennen hatte. Ich glaube, noch ereignisloser, denn bei dem war ja nach dem Start gar nichts mehr los. Ich denke, für den war das Rennen... Marvin war das, der mir geschrieben hat, dass er ein Headset-Problem hat. Der gute Marvin war das. Nicht der Neon. Da habe ich mich verguckt, ja. Das ist natürlich doof. Ja gut, das heißt, wir können den Marvin dann wahrscheinlich nicht interviewen. Das ist natürlich doof. Schade natürlich, aber wie gesagt, sein Rennen war ja sehr ereignislos. Also so viel zu erzählen hätte er, glaube ich, gar nicht mal. Außer jetzt Qualify, wo er die 1.10.8 rausgehauen hat. Da hätte ich ja schon gern gewusst, wie er das gemacht hat. Ob er einfach mal extra PS gekriegt oder so, keine Ahnung. Ja, das heißt, wir sind mit den Interviews durch. Leider den Marvin nicht interviewen. Schade, schade. Aber wie gesagt, sein Rennen war relativ ereignislos von Qualifying, was er in Q3 definitiv dominiert hat. Damit seine ersten Zeit, dann die zweite Zeit mit 1.10.8.2.8. Dann im Rennen gut beim Start weggekommen, konnte sich gleich da innerhalb von 2-3 Runden gutes Polster rausfahren, das immer weiter vergrößert. Nach dem ersten Stint war der Nico kurzzeitig dran auf 1,5 Sekunden, aber das konnte Marvin dann auch wieder vergrößern bis zum Ende auf 9, glaube ich, hat Nico dann noch eine Zeitstrafe, denn auf 12 war das dann, glaube ich. Und somit hat Marvin eigentlich ein relativ souveränes Rennen hier abgeliefert, ohne da irgendwie großartig Probleme zu kriegen, was den Sieg betrifft. Das heißt, er hat den Sieg einfach locker eingefahren. Und ich denke, da er jetzt auch die Fahrer-WM anführen wird, dass hier in der UFL nach 3 Rennen kann man eigentlich schon sagen, dass der Titel wahrscheinlich über Marvin gehen wird. Also ich denke schon, dass klar, die Punkte, die er wahrscheinlich in Mexiko jetzt letzte Woche verloren hat, werden ihn vielleicht am Ende ärgern, denn wie gesagt, es kann nochmal eng werden zum Ende hin. Es ist halt noch jung, es sind hier halt noch 18 Rennen, deshalb müssen wir jetzt einfach abwarten, was passiert. Nächste Woche ist Russland. Ich freue mich mega auf Russland. Russland ist eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Ich liebe Russland zu fahren. Sie ist einfach geil. Und deshalb freue ich mich natürlich auf euch nächste Woche Freitag hier wieder auf diesem Kanal. Und wünsche allen, die mir zugeschaut haben und die das im Nachhinein sich noch angucken, ein schönes Wochenende und einen schönen Tag dann, je nachdem, wann ihr es guckt. Und verabschiede mich hiermit und wir sehen uns nächste Woche. Also, tschö mit Ö, bis dann, Jan.